Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte und im Doppelpack gleichzeitig bei Stoner, Frank und Frei. Und ihr seht es schon, Frank und ich haben für diese Sendung uns Verstärkung geholt. Wir haben den Oliver Gerschitz hier. Hallo Oliver, hallo Frank, hi. Oh. Und heute drehen wir diese Sendung über ein ganz besonderes, spannendes Thema, nämlich über dieses Buch. Ähm, Geheimsache Paul is Dead. Das ist ein Buch, das Olli als Verleger herausgegeben hat. Er ist nicht der Autor, aber wie gesagt der Herausgeber. Und wir wollen über das interessante und spannende und auch irgendwo unterhaltsame Thema sprechen, ähm, die Beatles und die ja, durch, durchs Internet geisternde alte Geschichte ist Paul McCartney in den 60er Jahren, Ende der 60er verstorben und wurde durch einen Doppelgänger ersetzt. Eine, eine Story, die auf den ersten Blick total abstrus klingt, ähm, aber auch irgendwie interessant. Und wir wollen das Thema heute einfach ja diskutieren. Und Frank ist ja wirklich Kenner der Musik der 60er Jahre und auch der 70er. Es ist also genau eigentlich seine Welt. Olli hat das Buch herausgegeben. Ich bin heute derjenige, der wahrscheinlich am wenigsten im Thema drin ist, aber vielleicht in der Moderatorenrolle oder in der Rolle desjenigen, der Fragen stellt. Ja, Trotzdem so meinen Beitrag zu dieser Diskussion leisten werde. Und vielleicht können wir ja zum, zum Einstieg mal einfach auch für die unter unseren Zuschauern, die jetzt vielleicht in dieser Musikhistorie nicht ganz so fit sind, Frank, einmal mal so abhandeln: Wer waren denn überhaupt die Beatles? Wofür stehen die? Warum sind die in der Pop- und Rock-Geschichte von Bedeutung? Was hat damit auf sich? Ja, hey grüße auch erstmal von mir an alle da draußen und an euch hier und äh, Oliver, freut mich sehr, dass du gekommen bist, Herausgeber von dem Buch ähm, Paul is Dead. Ich habe ja ähm, das Buch von dir freundlicherweise auch zur Verfügung gestellt bekommen und habe es auch gelesen und ähm, ein großartig spannendes Thema heute so. Ja, Charles, die Beatles muss man wahrscheinlich nicht viel sagen, aber äh, das denkt man sich oft. Aber jüngere Leute kennen vielleicht die Beatles gar nicht so gut, wie das unser einzig vorstellt. Aber die Beatles sind wohl die ähm, einflussreichsten, bedeutendsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Das ist die erste große Band, äh, die aus England kam, zusammen dann mit den Stones, aber, aber die, die Beatles gelten in so vielen als die die wichtigste Band der der Popmusik, die Popmusik erst entwickelt haben eigentlich Vor Beatmusik, Rock'n'Roll war halt die Zielgruppe wirklich Teenager und mit den Beatles ist Musik dann dann groß geworden und ein, auch kommerziell eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten bis zum heutigen Tag ist der der Beatles Katalog ein bedeutsames finanzielles Asset, wie man so sagt im, im Music Business. Ja, hey, aus allen Perspektiven ähm, äh, künstlerisch wertvoll, kommerziell die, die größte Band der Welt und die wichtigste Band der Popgeschichte. Hm. Und ähm, ja, Olli, was hat es da mit dem Buch auf sich? Also die Beatles, bedeutsame Band, ist klar, ähm, haben die, die 60er extrem geprägt und natürlich die, die musikalisch geprägt und die, die Jahrzehnte danach. Ähm, aber wie kommt so ein Buch zustande? Wie kommt überhaupt so ein. Ich nenne es mal vorsichtig, Gerücht in die Welt, dass der Paul McCartney, also eine der, der Galionsfiguren der Beatles, verstorben ist und durch, durch einen Doppelgänger ersetzt wurde. Ja, also auch nochmal ein herzliches Hallo von mir jetzt an euch beide. Ähm, ich soll auch, auch vom Autor, der ja auch hier unter Pseudonym geschrieben hat, einen sehr schönen Gruß ausrichten. Er ist ein großer Fan von euch beiden und von euren Sendungen. Und ähm, ja, der Autor hat mir äh, vor. Das ist ungefähr ein Jahr jetzt her, ein, ähm, sein Manuskript geschickt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster, mein erster Gedanke war, was ist denn jetzt das wieder für ein Zeug? Weil äh, ich habe zwar schon sehr viel zu tun gehabt mit, mit dem Thema Geheimgesellschaften und Geheimbünde und Verschwörungen und so weiter. Aber äh, eine, eine, äh, so eine Geschichte mit den Beatles und mit Paul McCartney, so habe ich noch nie vorher gehört gehabt, ehrlich gesagt. Und ich habe mir dann gedacht, ja naja, gut, ich es mir mal aus und dann habe ich es mit nach Hause genommen und habe dann ein bisschen reingeschaut. Und ich konnte dann eigentlich nicht mehr von dem Buch lassen, beziehungsweise von dem Manuskript lassen. Und es war eigentlich, je weiter ich gelesen habe, umso heftiger wurde das Ganze und umso und umso äh, beeindruckender auch in gewisser Weise. Und deswegen äh, habe ich dann am Schluss gesagt, ich mache dieses Buch, auch wenn es sehr viel Arbeit sein wird, weil wir werden sehr viel nachprüfen müssen, wir werden sehr viel äh, äh, ja, Arbeit leisten müssen, weil es geht unter anderem da auch um einen bestimmten YouTube-Kanal. Da können wir später noch drüber sprechen. Und ja, so ging das Ganze los. Und das Buch ist dann jetzt dieses Jahr erschienen. Und ähm, vielleicht können wir ja mal auf das, auf die diese Hauptgeschichte äh, des, des Buches eingehen. Also der Paul McCartney soll verstorben sein und jetzt wäre so meine Frage laut, laut dieses Narrativs, wann ist er verstorben? Warum, wie was folgte daraus? Ähm, wie ist das einzuordnen? Also die Grundstory ist, dass Paul McCartney, der absoluter Superstar war. McCartney und Len waren so die beiden Top Beatles sozusagen, die auch alle Songwriting Credits haben und so weiter. Was auch durchaus wichtig ist. Ähm, ja, Paul McCartney soll 1966 im November an einem Auto, beim Autounfall gestorben sein. Und ähm, dann soll man ihn ersetzt haben mit einem Double, was, ein, ein, den, den man gesucht hat. Und wir können da noch im Detail darauf eingehen, auf, auf diese Geschichte, wer das dann sein könnte. Äh, aber man soll ihn dann eben ersetzt haben. Und äh, seitdem ist, ist sozusagen ähm, der echte Paul McCartney ein, ein Fake-Paul äh, geworden. Ne? Das ist so die Grundidee von, der, von dieser Story. Und ich meine, klar, beim ersten Hören klingt das erstmal wie, ah, das ist halt hier in dieser Internetwelt wieder irgendeine verrückte Geschichte. Es gibt so viel Bullshit. Aber was allein schon die Geschichte spannend macht, ist, ähm, dass das eine, eine Story ist, die seit den 60er Jahren erzählt wird. Das ist seit den 60er Jahren eine, eine Urban Legend. Und es war auch schon in den 60er Jahren und Anfang der 70er durchaus ziemlich bekannt. Also viele Beatles-Fans wussten über diese Dinge. Paul McCartney wurde auch damals damit konfrontiert und so weiter. Und allein deswegen ist es schon eine absolut erzählenswerte Story, weil die eben schon so, so lange am Start ist. Vor allem, was ich auch interessant finde, normalerweise gibt es ja solche Geschichten über so große Musiker, dass die noch am Leben sind. Also so Elvis lebt noch, Tupac Shakur lebt noch, hat seinen Tod inszeniert. Und hier ist es umgekehrt. Hier soll eigentlich einer tot sein, der offiziell noch am Leben ist. Ähm, auf den ersten Blick hört sich das aber sehr abstrus an. Ne? Muss man, weil es mutet einem ja schon einiges zu, wenn man das jetzt für bare Münze nehmen würde, die Geschichte, weil man dann, naja... Also, es müsste einen Doppelgänger geben, der sieht genauso aus wie er, der müsste die Stimme haben. Wie gibt es Freunde und Bekannte? Wie konnte man das geheim halten? Vertuschen? Also, es gibt ja schon viele Gedanken, die einem erstmal kommen, die intuitiv dagegen sprechen. Ich sage mal so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Aber der Punkt ist, und da handelt ja auch das Buch von: es gibt wiederum auch ganz viele Hinweise und Dinge, die dafür sprechen könnten. Und die diese ganze Band ja auch in ihrer Gesamtgeschichte so ein bisschen in so einem anderen Licht erscheinen lassen. Und, und ein Punkt, bevor wir vielleicht ganz ins Detail gehen, ist schon mal so im Großen und Ganzen, hat es sich bei den Beatles und auch bei anderen Bands dieser Zeit eigentlich um wirklich um eine Band, in dem Sinne gehandelt, da haben sich vier Kumpels zusammengetan, die gerne Musik machen? Oder ist das irgendwie so eine so eine gesteuerte Geschichte? So wie. Die, ja, so Stoner, du hast ja diese Geschichte Laurel Canyon schon in der Sendung aufgearbeitet. So ist das, ist das da irgendwie einzuordnen? Aber vielleicht, Oliver, kannst du das ein bisschen erklären? Es ist so, die normale Meinung, die althergebrachte Meinung war wirklich die, die sind vier Freunde, die mehr oder weniger in Liverpool da gestartet sind, dieses Projekt zu beginnen. Äh, war scheinbar nicht ganz so. Laut unserem Autor war es eben so, dass äh, das Tavistock-Institut schon äh, die Hände im Spiel hatte. Äh, Tavistock-Institut ist ein Think Tank, äh, der praktisch äh, versucht auch, oder hat versucht, äh, die äh, Jugendkultur zu beeinflussen. Und äh, es gibt auch Gerüchte, dass auch die Rolling Stones äh, von Tavistock gesteuert wurden. So unter dem Motto, die Rolling Stones, die Bad Boys, die Beatles, dann die, die Good Boys und so weiter. Ähm, es ist so, dass auch äh, sehr viele Hinweise darauf gibt, dass zumindest in der ersten Zeit die Songs nicht von den Beatles selbst geschrieben wurden, sondern äh, Theodore Adorno ist da auch äh, genannt. Und ähm, es gibt auch Musiker, die bestätigt haben, dass sie auf den Beatles-Platten gespielt haben. Also äh, es gibt einen Schlagzeuger, der äh, bestätigt hat, dass er auf 21 bei 21 Songs da Schlagzeug gespielt hat. Also es ist nicht unbedingt so, dass, dass äh, Milli Vanilli die Ersten waren, die also nicht unbedingt selbst äh, gespielt haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, möglicherweise ist das auch oder könnte das auch ein Grund sein, wenn Paul wirklich gestorben ist, 66, wenn, sage ich, äh, dass äh, man gesagt hat, man kann jetzt nicht mittendrin aufhören, man muss jetzt die, 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 die Operation auf gut Deutsch gesagt weiterführen und natürlich Spielt bestimmt Geld auch hier eine große Rolle, weil äh, die waren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und äh, äh, es war wirklich äh, eine, eine, ein Goldesel. Die Beatles waren ein Goldesel. Ja? Und es waren sehr viele Leute daran beteiligt, äh, die seltsamerweise zum Teil auch äh, danach äh, seltsam gestorben sind. Aber da kommen wir später noch dazu, zu diesem Thema. Mhm. Bei, der, bei der Geschichte mit dem, mit dem Tavistock-Institut. Das halte ich schon für ein bisschen kontroverseres Thema. Und ich würde auch sagen, bei der ganzen Paul is Dead Story, da gibt es halt, wie gesagt, es gibt dort unterschiedliche Varianten auch. Aber ähm, da würde ich auch sagen, das, das hat nicht so, so viel Kraft. Also für mich, weil ähm, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass Leute von diesem Tabist Talk -Send, ähm, ähm, Think Tank, äh, dass die in ihrem Kulturkampf waren. Und vielleicht haben die auch so aus ihrer Sicht so gesehen ähnlich wie auch vielleicht Vertreter der, der Frankfurter Schule, du hast ja Adorno genannt, äh, vielleicht haben die schon so gesehen äh, generell sowas wie Rockmusik oder oder Rockmusik gab es damals so nicht, Beatmusik. Ähm. Man könnte das auch einsetzen im Teil des Kulturkampfs, irgendwie zur Zersetzung der Jugend. Und, äh, das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Tatsächlich hat er auch die, die DDR hat diese Beatmusik in den 60ern, auch noch in den 70ern, ähm, auch immer unterdrückt. Später auch dann in den 80ern Punkmusik. das immer unterdrückt, weil das halt auch in, nicht in ihren Ehrenkodex einer aufrechten sozialistischen Jugend gepasst hat. Also es, aber, aber das zeigt schon, dass, glaube ich, eher so diese Leute wie Tavistock Institut oder auch eben Adorno eher auf diesem Subkultur, Jugendkultur herabgeschaut haben. Das, ich meine, ein Adorno, ich, ich glaube, der hat da eher so, so die Nase gerümpft, wenn es um, um die Beatles geht. Und ähm, zum Weiteren ist es halt so, dass die. Die, die Story, wie die Beatles groß geworden sind, die unterscheidet sich schon sehr von, von vielen von diesen Laurel Canyon Bands, die tatsächlich ja dann nach den Beatles, als Reaktion auf die Beatles vom amerikanischen Music Business halt angeschoben wurden. Bei den Beatles ist es halt schon so, ja, es waren nicht ähm, die, diese vier Jungs, die ausgezogen sind. Ähm, Ringo Starr kam ja später zu den Beatles. Ursprünglich war Stuart Red ähm, eine Sutcliffe Pete, am, am Schlagzeug. Pete Best, ey, Pete Best, war, Pete Best war, war noch am ja. Start, genau. Also mhm. gerade die Drummer-Position, weil du auch erwähnt hast, dass ey, bei den frühen Aufnahmen auch ein session musiker am Start war, gerade bei den Drums, das halte ich auch für überhaupt nicht ausgeschlossen. Es war in den 60ern durchaus gang und gäbe so, da hat man sich gar nicht dabei gedacht. So. Das waren, bei ganz vielen amerikanischen Produktionen ist es auch so. Ja. Aber, aber hier, die, die waren halt so, diesen. Zu viert gewesen und ähm, die haben halt wirklich ähm, einfach da diese lange Zeit in Hamburg verbracht und dort halt wirklich an der Front von Rock'n'Roll gespielt. Nachweislich, weißt ähm, du, jede Nacht halt äh, sechs, sieben, acht Stunden-Sets vor einer vor einer Beer crowd die aus äh, internationalen Seeleuten besteht. Und, äh, und das ist auch doch ein spannender Teil, aus so, einer, ähm, aus, aus, aus so einer progressiven Studentenszene schon Anfang der 60er. Ey, das ist noch vor 67, 68, das sind eher Leute so, ähm, die so nahe dem französischen Existenzialismus, Nihilismus auch standen. Astrid Kircher beispielsweise, die immer nur schwarze anhatte, der, ähm, war ja eine, eine Freundin sogar direkt, die Geliebte von äh, dem, dem Schlagzeuger, äh, von dem, dem Stuart Sutcliffe. Und die Geschichten sind einfach, also für mich glaubhaft, warum die als, als Band auch so groß wurden. Weil die einfach ey, brutal zusammen gespielt haben. Spielen, spielen, spielen. Jede Nacht. Wenn du das machst, dann bist du an der Front. Und äh, spannend finde ich in, in diesem Thema Kulturkampf und so vielmehr eben diese Hamburg-Connection. Wenn man so guckt, wer war Astrid Kircher, ähm, die ich schon erwähnt hatte, dann gab es da noch Klaus Vormann der auch mhm. äh, teilweise dann sogar mit äh, Paul McCartney später gespielt hat auf dem Konzert vor Bangladesch. Und dann gab es noch Jürgen Vollmer. Und diese studentische Szene, so weißt du, also da glaube ich schon, dass die einen gewissen Impact hatten auf diese blutjungen äh, Liverpool Arbeiterkinder, die denen halt so schon so eine Richtung gegeben haben, was halt Kulturkampf gegen äh, westliche, europäische Werte oder sowas ging. Ja, das, also das mit Sicherheit, ähm, ja. Habe ich, mir schon ganz viel ich, ich glaube, dass da ein Knackpunkt war, als die Beatles damals in Liverpool äh, mehr oder weniger ihren Manager dann kennenlernen. Ich glaube, der Epstein war ganz, ganz wichtig und ich halte den äh, schon äh, oder halte da schon äh, was davon, dass der Epstein mehr oder weniger derjenige war, der dann die Beatles an diese Leute, meinetwegen Tavistock oder auch andere Leute, herangeführt hat. Äh, er ist über Epstein können wir später noch mal ganz kurz sprechen. Für weil mir stößt ja, ja der Name einfach schon mal spontan <laughs> übel auf. Der hat ja noch einen bekannten Namensvetter. Ähm, Katja Epstein, meinst du? Naja, ich denke jetzt an den anderen Epstein-Skandal. <laughs> Und deshalb meine Frage: Sind die irgendwie verwandt? Weiß man was darüber? Äh, die, 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 der Brian Epstein war praktisch ein Sohn eines. Äh, eines äh, Besitzers einer großen, eines großen Kaufhauses in Liverpool und äh, war damals irgendwie für die Plattenabteilung zuständig und hat dort die Beatles irgendwie oder hat da irgendwie einen Kontakt aufgenommen zu den Beatles und hat sie dann als Manager groß gemacht, wurde auch sehr reich dabei. Äh, interessant ist eben, dass er äh, sollte wirklich Paul ausgewechselt worden sein, 1966, dass er eben 1967 schon gestorben ist, relativ jung, ich glaube, mit 32. Weil du auch Liverpool erwähnst und, und den, den Epstein. Ey, das ist auch so ein Ding, halt diese Merseyside-Szene. Merseyside ist das hier so hier Liverpool das waren nicht nur die Beatles, da gab es eine ganze Reihe von Bands, das, das war auch so ein tatsächlich schon eben 1960 rum so ein, so ein Zentrum, wo es eben viele gute Bands gab, also da, da, das war dort modern, das, das, das war der, der Sound von denen, es waren nicht nur die Beatles, sondern ähm, und ein paar andere Bands auch, was eben auch für mich schon da, dafür spricht, das sind eben nicht Weißt du, von oben herab irgendeine gecastete Band, sondern ey, das ist aus dieser Merseyside-Szene rausgewachsen und der Epstein kommt auch von dort. Und wie du es gesagt hast, Oliver, der, der ist als Kaufmann sozusagen, äh, sieht er diesen Blick auf die Bands und zieht sich halt die Besten raus und sagt, hey. Mit euch äh, reiten wir high. Aber es war dann auch erstmal noch zwei Jahre lang hier an der Front arbeiten, so wirklich äh, arbeiten. Das ist für, für ach, Musiker, wenn ach. du dort in Hamburg auf, auf dem Kiez jede Nacht spielst, wo es jede Nacht Schläger gibt und dann halt echt ist richtig krass abgeht. Und du halt das spielen musst, was die Leute hören wollen. Alle Arten von Rock'n'Roll halt irgendwie Stimmung machen. Und, und wenn du das durchziehst, halt, da bist du danach dann musikalisch auf jeden Fall glaubwürdig. Also ja. Was mich jetzt interessieren würde. Wie ist denn in diesem Paul is dead-Narrativ? Wie geht es da weiter? Also, du hast schon gesagt, 1966 soll er gestorben sein. Wie, warum, weshalb? Vielleicht, vielleicht wäre es gut äh, zu beschreiben, wie eigentlich die ersten Informationen in diese Richtung überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt sind. Und zwar war das 1969, kurz bevor die Beatles auseinandergebrochen sind, kurz bevor die Band aufgelöst wurde oder sich aufgelöst hat, ähm, äh, gab es einen Anruf äh, in, bei einer Radiostation in Detroit in den USA. Und äh, der Anrufer sagte, Leute, äh, nehmt mal die Beatles-Platte, Revolution Number 9, glaube ich, war es damals, äh, und spielt die mal rückwärts. Spielt die rückwärts. Und äh, zuerst wollte sich der DJ da gar nicht drauf einlassen, aber er hat es dann doch gemacht und äh, hat dann gehört, äh, statt Number 9, Number 9, Number 9 kam dann plötzlich äh, Turn Me On Dead Man. Und die Leute waren ziemlich überrascht. Und es wurden dann noch sehr viele andere solche Dinge gefunden, die nicht zufällig. Zu sein scheinen, sage ich mal. Es gibt auch, auch eine so, Platte, wo nicht Turn Me On Dead Man beim Rückwärtsspielen zu hören ist, sondern Paul is really, really dead. Gibt ne? Gibt's auch, ja. Und die Dinge sind definitiv valide. Ja? Also, das, das habe ich selbst schon so gehört. ja. Das, das kannst du definitiv raushören. Das ist also jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine Fake oder sowas, sondern das ist so. Und das haben die damals in, in Detroit live im Radio gemacht und oh shit. Ja. Ja. Das ist aber ein Thema für sich auch, diese ganzen ähm, Rückwärtsnachrichten. Ne? Ich meine, weil das gibt es nicht nur in der Popmusik, sondern da scheint es sich sehr generell um, um ein Phänomen zu handeln, so, was dann eher so in den Bereich der Psyche geht. Es ja. äh, gibt auch die, die Textstelle also rückwärts dann, äh, Paul is dead, miss him, miss him, miss him. Oder auch, äh, wenn man die, die äh, heute würde man sagen, die Videoclips der Beatles anschaut, äh, findet man da Sachen, die etwas seltsam an... Sind, wenn man zum Beispiel jetzt äh, das, das Strawberry Fields Forever nimmt, dieses Video, äh, das ist ja der erste Videoclip, sage ich mal, nachdem, wenn es wirklich so war, äh, der neue Paul in die, in die Band kam, ähm, wo man dann immer, äh, wo es dann immer heißt, Nothing is Real. Und jedes Mal, wenn es heißt, Nothing is Real, wird Paul eingeblendet, also der neue Paul. Und äh, Strawberry Fields Forever ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Strawberry Fields ist ja eine Örtlichkeit in Liverpool, und unser Autor hat eben dann gefunden, dass es dann auch einen kleinen Friedhof gibt in Liverpool, der so heißt: Strawberry Fields Forever. Nothing is real. Mhm. Also eine das Andeutung, mit den Clues, das, 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 ja. halt, das ist halt, das ist halt wirklich die Stärke, auch die Stärke von von dem Buch, was du rausgegeben hast, weil ähm, wenn ich jetzt so, so ein bisschen kritisch war oder, oder halt äh, eine andere Ansicht habe bei dieser ganzen Tavistock-Connection und äh, die Beatles als ein, ein konstruiertes Werkzeug im Kulturkampf, ähm, das heißt ja nicht, dass die Story, dass da was nicht dran ist. Weil also für mich gibt es auch andere oder durchaus verständliche Motive, gerade wenn ich mich so in diesen Zeitgeist der 60er reinversetze. Ey, man, wir sehen ja auch an, an anderen Feldern, dass in den 60ern ähm, das viel selbstverständlicher war, irgendwie eine. Der, der Öffentlichkeit eher eine, eine Show zu geben. Es gab kein Internet. Ähm, in den 60er-Jahren hat man viel mehr ähm, Täuschungen gehabt. Ich erinnere da nur mal an, an, vielleicht an die Mondlandung. Das ist auch 60er-Jahre. Dieser Geist einfach zu täuschen, ohne dass man da jetzt gleich direkt ein schlechtes Gefühl hat. Heute würden wir sofort sagen, hey, du, du fakest hier. Ich glaube, in den 60ern, da hat man sich gar nicht so einen großen Kopf drum gemacht. Es ist, und bei der Musik noch viel weniger. Es ist Showbusiness. Und, ähm, das, für mich ist es durchaus vorstellbar, weißt du, dass da, ähm, einfach die Beatles 1966, hey, plötzlich stirbt ja einer der, der, Superstars und, oh, was nun? Und, dass man, dass man sich in so eine Lüge verrennt, dass man sagt, na, ey, jetzt lass es halt, ja, halten sie erstmal geheim, weil sonst gibt es da so einen Hype und, und äh, die, die die ganzen Fans rasten aus und so weiter nee komm lass uns erstmal hier wir, wir halten es mal geheim und verkaufen und so weiter unsere so Sachen und dann ähm, plötzlich entsteht man halt kommt man halt in so ein Lügengebäude so irgendwann und Irgendwann verliert man vielleicht so den, den Zeitpunkt, wo du abspringen kannst und nochmal mit der Wahrheit rausrücken kannst. Vielleicht eine Woche oder zwei Wochen später kannst du es immer noch sagen, aber drei Monate später vielleicht schon nicht mehr, ohne sich selbst dann zu beschämen. Und, und so kann ich mir das durchaus vorstellen. Und, und sehe da auch gute Motive so, dass, dass die dann halt einfach gesagt haben, okay, the show must go on, weißt du, dann next man up, Es hey, that, that, Das ist nur eine Showband, also aus derer Sicht. Und ähm, das, deswegen kann diese Story schon durchaus sein. Und ähm, warum die eben sehr, sehr diskussionswürdig und, ist und warum wir uns damit beschäftigen, sind eben diese un, unglaublich vielen Clues, die es halt gibt im, im Werk der Beatles. Ähm, ob das hier Sachen sind, die man rückwärts hören kann, ob das in Textstellen ist von Liedern, sowohl von den Beatles als auch andere Songs, die es noch gibt, die, die in diesem ganzen Umfeld sowie Satellitenkreisen ganz viele Clues und da werden wir auch bestimmt einige davon noch im Detail besprechen, auf den Plattencovern, auf Fotos, auf Bildern und äh, es ist schon, es ist schon wirklich eine, eine spannende Geschichte und eben seit den 60ern es ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen und immer wieder neue Clues finden und Tatsächlich ist es noch eine lebendige Debatte, weil mit vielen von diesen Sachen bin ich schon lange vertraut. Die Beatles kenne ich echt schon seit, also das seit Kindertagen buchstäblich und habe mich auch schon immer interessiert für Stories von so Bands. Ich kenne diese Story schon ziemlich lange, aber äh, muss sagen, als ich das Buch gelesen habe, ähm, Oliver, da, da sind einige neue Dinge auch gewesen, die ich noch nicht gehört habe. Unter anderem auch ähm, bezieht ihr euch auch ähm, auf, auf so einen YouTube-Kanal. Also es, was ich mal sagen will. Es ist immer noch eine aktuelle Forschung, da kommt immer noch mehr, mehr, mehr. Und die Anzahl der Clues, das ist schon wirklich so, wo man sich dann so ein bisschen am Kopf kratzen muss. Ja, was ich noch anmerken möchte, also die, die Story ist so, ich glaube, das hatten wir nämlich noch gar nicht genau genannt, er soll bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein, ne? 1966. Ähm, und ich würde noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich in die Details reingehen, in diese ganzen Clues, noch mal sagen, was aus, aus Sicht des gesunden Menschenverstandes auch irgendwo dagegen spricht. Also, zum einen muss man sich natürlich fragen, wie können die den ersetzen? Die brauchen ja einen Doppelgänger, der so aussieht, der so eine Stimme hat, der so singen kann. Die Familie und Freunde müssen dicht halten ähm, und alle möglichen Mitwisser müssen ja auch dicht halten. Ne? Ähm, insofern gibt es halt eben ganz viel, wo man sagt: Ach, das kann eigentlich nicht stimmen, ist doch Blödsinn, intuitiv. Aber es gibt diese ganzen vielen Hinweise und die wiederum, die sind nicht von der Hand zu weisen. Das sind halt Fakten, dass die existieren. Ähm. Und deshalb, Oliver, ich gebe dir das Wort. Bombardier uns, schieß los, erklär uns, warum das so sein könnte. Ähm, du hast es ja gerade gesagt. Also er, muss, er muss so aussehen, er muss dieselbe Stimme haben und so weiter und so fort. Und das alles scheint hier nicht gegeben, wenn man es sich genau anschaut. Äh, ich, unser Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, hat da sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Was da alles zusammengekommen ist, also. Äh, es gibt ja Aussagen von Untersuchungen bezüglich Voiceprints. Das heißt also, ist die Stimme wirklich noch dieselbe wie vorher? Und dann hat ein, ein Fachmann herausgefunden, er, er hat jetzt drei verschiedene Stimmen gefunden. Also es, es, er hat drei verschiedene Leute jetzt, die Paul McCartney gewesen sein sollen, mehr oder we weniger äh, äh, hier gefunden. Ähm, dann, und das ist für mich, war das im, im Manuskript ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gibt es in Italien zwei Spezialisten, zwei Forensiker, Spezialisten für Gesichtserkennung. Und diese Leute haben schon für die Regierung gearbeitet, für die, für die Polizei. Und also die, das sind Fachleute, die vor Gericht eben praktisch als Fachleute anerkannt sind. Ähm. Das sind äh, der Francesco Gavazzini und die Gabriella Carlesi. Und die haben also dann äh, gesagt, was machen wir jetzt als nächstes? Äh, da gibt es auch diese Geschichte, dass angeblich Paul McCartney ersetzt worden sei. Das haben die schon irgendwie gehört. Und haben gesagt, oh, wir schauen uns jetzt die Bilder mal an. Und zwar die, die Fotos von Paul McCartney vor 66 und dann nach 66. Und dann ist in zwei Minuten diese Sache vom Tisch. Das war das, was sie gedacht haben. Und dann haben sie sich die Bilder angeschaut und rauskam eben ganz was anderes. Und zwar haben die gesagt, es darf normalerweise nur eine, einen Unterschied geben von 1,5 Prozent bei den Bildern. Und es waren dann 6 Prozent. Und es war also massiv, was da gefunden wurde. Sie haben also eigentlich klar gesagt, dass es nicht mehr dieselbe Person war. Haben sich aber auch nicht hundertprozentig festgelegt, weil sie gesagt haben, wir brauchen eine Leiche, <laughs> wenn wir es hundertprozentig sagen wollen. Ähm, ich würde gern mal ganz kurz äh, einen ganz kurzen Abschnitt äh, da vorlesen, und zwar bezüglich dem, was also die abschließend gesagt haben, diese, diese Forensiker, und zwar sagen die, Wieso fragt man sich, kann ein Mann innerhalb weniger Monate die Form des Schädels, des Gaumens, des Mundes, der Nase, des Kiefers und der Ohren verändern und dabei weiterhin singen und Musik komponieren? Auf der einen Seite gibt es die Schwierigkeit, einen fast perfekten Personentausch zu akzeptieren, auf der anderen Seite unterstützt die Kraniometrie die vielen Hinweise in den Plattenalben, in Portfolios und in den Videos der Beatles. Am Schluss gilt folgende Frage zu beantworten: Wer ist der Mann, der Paul McCartney genannt wird? Das sagen die Forensiker, die Wissenschaftler, Spezialisten für Gesichtserkennung. Und das war für mich, als ich das Manuskript gelesen habe, schon sehr, sehr wichtig. Ja, das ist wirklich sehr interessant mit den beiden Forensikern. Vor allem ja aus dem Grund, weil die ja eigentlich angetreten waren, um diese paul geschichte zu widerlegen. Die haben sich ja gedacht: Ja, okay, wir untersuchen das mal eben ein paar Bilder abgleichen und dann können wir aufzeigen die, die Leute da im Internet, die haben alle nicht alle Latten am Zaun. Und dann kommt halt eben raus, 6% war es ja, glaube ich, Unterschied. Zuvor 66, nach 66, das ist natürlich auch kein wirklicher Beweis und richtig festgelegt haben sie sich ja auch nicht. Natürlich haben die aber auch einen akademischen Ruf zu verlieren. Aber es ist ja schon mal zumindest irgendwie mal wieder so eine, so eine Kleinigkeit, wo man denkt, okay, könnte da doch was dran sein? Aber ähm, was gibt es denn da noch, Oliver? Also, oder ähm, wenn, ich, wenn ich kurz noch auf das mit dem ja. Bilder eingehen darf, weil das ist wirklich ja auch ein starker Punkt. Äh. Ich meine, das ist ein gutes Argument. Ja, guck mal, hier haben sich das Forensiker angeschaut und ähm, ich weiß nicht, ob wir die Bilder da haben, aber ich habe ja dein Buch am Start. Wir können mal das reinhalten. Ich meine, ihr, das, wenn man so vergleicht, äh, das ist, das liegen. Zwei Jahre auseinander ja, und ich meine, da kann man selber mal sich so einen Eindruck machen. Ah, sieht schon ähnlich aus, aber ist das wirklich, ist das derselbe? Schwierig ist halt auch, dass diese alten Bilder alle in Schwarz-Weiß sind, weil spannend ist natürlich dann auch noch die Augenfarbe. Aber ich finde, naja, also ich meine, hier ist, schaut schon die Augen schon ein bisschen anders aus. Oder? Ja, ja, man sieht also die äh, links, also die Augenfarbe scheint relativ hell zu sein. Rechts relativ dunkel zu sein. Was auch auffällt, ist, ähm, das ist im, äh, unserem Autoren sehr oft aufgefallen, dass der frühere scheinbar sch sch ein schlankeres Gesicht hatte und auch die Nase völlig anders aussah. Auch die Ohren, äh, beim einen waren die Ohren angewachsen, also die Ohrläppchen angewachsen, beim anderen weniger. Und das ist ja auch ein Punkt, den die Forensiker gesagt haben, das kann man nicht, diesen Knorpel kann man nicht verändern, der da äh, auch anders war, also. Laut den Forensikern, wie gesagt, sie, 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 zu 99% sagen die, das ist nicht mehr dieselbe Person, aber sie kann, können es nur zu 100% sagen, wenn sie eine Leiche hätten. Ja. Und äh, es ist ja auch so, dass dann kurz nach diesem vermuteten Todesdatum 1966, da sind die Beatles auch nicht mehr live aufgetreten. Ne? Das war so ein Punkt, der mich so ein bisschen zum Grübeln gebracht hat. Genau. Weil ich ja gedacht habe, ja, aber wenn die jetzt da immer mit dem Doppelgänger rumrennen oder auftreten, das muss doch den Fans auffallen. Also es gab keine Live-Auftritte mehr seitdem. Das hat vielleicht, vielleicht mit dem zu tun, also wenn er wirklich ausgewechselt worden ist, dass ähm, der echte Paul McCartney Linkshänder war. Er hat ja den Bass links gespielt. Und wenn wirklich jemand gefunden worden wäre, der diesen Platz für ihn einnimmt äh, und der Wahrscheinlich kein Linkshänder war, dann hätte der umlernen müssen. Das heißt, man kann das natürlich schon machen, aber ein ganzes Konzert so durchzustehen, ist, ist fraglich, sage ich mal. Also man kann natürlich schon äh, irgendwelche Videoclips drehen oder, oder kurze Ausschnitte machen äh, und, und dann links spielen, aber ein ganzes Konzert über zwei Stunden, das ist fraglich. Ja, das finde ich ist auch ein, überhaupt ein sehr guter Punkt in dieser Story, ein sehr gutes Argument, äh, dass Direkt nach der Sache, also es war Ende 66 und äh, danach haben die Beatles nicht mehr live gespielt. Es ist nicht nur, dass sie nicht mehr, nur, nicht mehr live gespielt haben, sondern tatsächlich kann man sagen, in der, in der Biografie der Band ist dort ein, ein ganz großer Bruch, das ist wie eine Zäsur, die in ganz vielen Dingen ähm, auffällt. Also man spielt nicht mehr live, äh, die Musik ändert sich. Die Musik ist ganz anders geworden. Also da, diese, diese Brüche, dieser Bruch, der ist definitiv da. Und das ähm, weil, weil da könnte man Helden. ja genau Erscheinungsbild, also in ganz vielen Dingen. Und, und ich meine, in der Tat, ist, wenn du ein Double einsetzt, das ist wahrscheinlich relativ oder gut vorstellbar, gerade auch in den 60ern, weißt du, mit Maske und so, äh, dass, dass du das optisch hinbekommst. da aber musikalisch ist es natürlich viel schwieriger. Du hast es angesprochen, ey, dann du auch noch du musst einen Linkshänder Bass spielen. Gut, da könnte man auch noch faken, weißt du, nicht jeder der auf der Bühne steht, spielt auch wirklich. Das könnte man alles noch machen so und wurde bestimmt in den 60ern auch oft genug gemacht, da ja? ohne dass ich jetzt sagen, das wurde bei den Beatles gemacht, weil die haben ja ab 66 nicht mehr gespielt. Ähm äh, aber auch die Gesangsstimme so, das ist, da, da könnte man sich auch vorstellen, dass es das schwierig ist, das live so hinzubekommen, dass die Leute das nicht hören. Während umgekehrt es sehr wohl vorstellbar ist, ähm, dass auch 1967 die, die Beatles vielleicht in der Lage waren, diese akustischen Dinge in einem Studio ähm, schön zu verschleiern. Weil das weiß man auch. Ähm, es ging ja dann niedrig los in diese legendären Sgt. Pepper Sessions für dieses große Album was ja das erste sozusagen nach der mit dem neuen Paul und der, diese Sgt. Pepper Sessions die haben die haben monatelang gedauert und die liefen ab im, in den berühmten Abbey Road Studios von EMI Records das war das größte Studio in Europa und, und die Beatles waren so Superstars die haben dort alle Register gezogen auch technisch und so weiter und da, da wurde denen jeder gefallen abgenommen das heißt es ist schon schon unbestritten auch unter Beatles Fans wenn du oder Musikfans wenn du das das Pepper Album anhörst die Gesangsstimmen, ey, weißt du, da, da wurde ganz viel verändert. Ey. Da, da kommt John Lennon und sagt: ey, Ich möchte heute mal eine Oktav tiefer. Und dann äh, kommt ein Tontechniker und der macht es dann möglich so. Ähm, aber eben live könntest du das wahrscheinlich nicht machen. Und das ist, finde ich, schon ähm, durchaus ein, ein gutes Argument auch. Was es auch nicht mehr gab, ab dem Zeitpunkt sind gemeinsame Pressekonferenzen. Es gab vorher immer wieder gemeinsame Pressekonferenzen. Das war dann vorbei. Keine gemeinsame Pressekonferenz mehr. Und Paul sah auch verändert aus irgendwie. Was dazu kommt, ist noch, er hatte ab dem Zeitpunkt ein perfektes Pianospiel. Er konnte Klavier spielen. Konnte er zwar vorher auch schon, aber nicht so perfekt wie später. Also und auch unser Autor ist ja auch Bassist und er sagt, das, das Bassspiel war ein, ein völlig anderes als vorher. Er hat, er hat völlig anders den Bass gespielt. Also das sind alles so Dinge, die, die, wenn man zusammenzählt, schon sehr auffällig sind. Was mich ein bisschen stutzig macht: Nehmen wir jetzt mal an, hypothetisch, die haben einen Doppelgänger gefunden, der zwar ein bisschen anders Bass spielt, aber so ähnlich genug, dass es die meisten nicht auffällt und die Stimme klingt auch ähnlich genug. Und der sieht auch so aus, ähm, einigermaßen. Ähm, den kann man sich aber, selbst wenn man den findet, es ist doch sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht, den sofort und so schnell zu finden, wenn man ihn braucht. Also jetzt, der Paul McCartney stirbt, ist ein Unfall, das hat keiner gewusst. Und zack, wir haben den perfekten Doppelgänger. Das heißt aus meiner Sicht, wenn es ein Doppelgänger wäre, dann hätte man den doch schon vorher, warum auch immer sage ich mal, irgendwie so wie so ein Ass im Ärmel haben müssen oder gekannt haben müssen äh, oder, oder gewusst haben müssen, wo man den schnell herbekommen könnte. Das finde ich irgendwie so ein bisschen unwahrscheinlich. Ne? Aber ich glaube, die Geschichte, so wie sie auch in dem Buch erklärt wird, die hat ja genau auf diese Frage eine Antwort. Ähm, genau. Genau, es ist, es ist ja so, äh, nicht nur, dass äh, Paul McCartney einen Bruder hat, das ist mal die eine Geschichte, der angeblich schon öfter für ihn eingesprungen war. Ja, das ist, müsste man nachprüfen. Zum anderen äh, ist es so, dass ähm, es einen Mann gab, der schon sehr, sehr lange äh, in, in der Beatles, ja, mit den Beatles unterwegs war oder mit, mit den Beatles zu tun hatte und auch scheinbar mit dem Manager Epstein zu tun hatte. Und dieser Mann, äh, ein gewisser William Shepard. Dieser Mann soll angeblich dann äh, Paul ersetzt haben. Und äh, dieser, dieser Bill Shepard, Billy Shepard ist also, wie, wie gesagt, absolut schon vorher bei den Beatles präsent gewesen. Er hat sogar ein Buch über die Beatles geschrieben. Er hat, äh, das Buch gab es sogar dann auch auf Deutsch. Und äh, dieser Billy Shepard äh, war ganz im, im engsten Kreis der Beatles. Uh, unterwegs. Ja. Er hat auch uh, das Fanmagazin, glaube ich, betreut von den Beatles in Liverpool. Er selbst war Musiker, auch Merseyside-Musiker in Liverpool uh, und uh, hatte eine Band, und da kommen wir gleich auf dieses erste Album, dann nach 66 zu sprechen. Er hatte dort eine Band, die hieß Billy Pepper and the Pepper Pots. So und dieses, dieses Album, von dem auch Frank gerade gesprochen hat, dieses erste Album nach 66, hieß eben Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Also die, der einsame Herzenclub von Sergeant Pepper. Und von Billy Pepper zu Sergeant Pepper ist es nicht weit. Die Frage ist: Gibt es denn Bilder von, wie, wie heißt der Billy Shepard, bevor er. Ähm den Paul McCartney ersetzt haben soll. Das wäre natürlich dann interessant zu schauen. Gibt es irgendwelche Darstellungen, wenn das, das heißt, der war viel mit den Beatles auch unterwegs? Gibt es gemeinsame Bilder oder irgendwas? Genau, wie es Olli auch erklärt hat, eben, dieser Billy Shepard, der war sozusagen zur Verfügung. So. Der, man kannte sich, man ist in derselben Musikszene unterwegs und, und der Shepard war durchaus ein Bewunderer von den Beatles. Was, was er dann auch gesagt wird, auch im, auch im Buch ist, dass, dass die halt unterschiedlich groß waren ne? und da, dass man das auch sieht, weil, weil die Beatles hatten ja auch, wenn die auf der Bühne standen und das ist bei ganz vielen Bildern so, das ist ja auch eine besondere Aufstellung, so die was ikonenhaftes hat, gerade weil eben der, der McCartney den, den Bass links spielt, geht halt eins von diesen Instrumenten geht in die Richtung, eins geht in die und die stehen so zu dritt da und bilden so eine symmetrische Gruppe so. Und äh, da waren die halt auch eigentlich so alle einigermaßen gleich groß. Aber dann ändert sich dann das auf einmal, weil der halt äh, ein paar Zentimeter größer war. Und das kriegst du halt auch nicht irgendwie retuschiert oder so. Genau, genau. Ähm, was auch sehr auffällig war äh, bei diesem Album, vielleicht kommen wir später dann noch zu diesem Plattencover, was sehr auffällig war, äh, diese Song, Sasha Peppers, und die Hearts Club Band auf dem Album. Da gibt es eine Textzeile, was heißt äh, wie proudly present oder We introduce to you, proudly uh, Mr. Billy Shears. So, Billy Shears, Shears ist wie Scheren, Shepherd heißt ja der Schäfer, Schafe Scheren, also wir, wir, ganz stolz präsentieren wir Ihnen oder zeigen wir Ihnen hier Billy Shears, wo jeder fragt, ja, wer ist Billy Shears, bitte sehr. Ich würde gerne mal was kurz einwerfen fürs Verständnis, vielleicht auch für die Publikum, die wie ich nicht große Beatles-Kenner waren bis vor kurzem. Viele Texte der, der Beatles sind schwer zu interpretieren. Also weil jetzt so eine so eine, so eine Textzeile wie irgendwie ähm, Proud to introduce, introduce you, Mr. Shears, so es ist so ein bisschen surreal oder oder wie kann man das nennen? Also so, ja, so wie auch bei manchen abstrakten Gedichten. Also man weiß manchmal gar nicht so genau, was meinen die jetzt oder wovon singen die eigentlich. Und in dem Kontext haben sie dann verschiedene Textzeilen in Songs eingebaut, die rätselhaft sind, die man aber im, im Sinne dieser Story so deuten könnte. Ne? Das. Habe ich doch, glaube ich, auch richtig verstanden bisher, ne? Ja, das ist richtig. Und gerade John Lennon, ähm, der hat es halt auch als Stilmittel gehabt, also oft auch so irgendwie einfach Dinge, die dann vielleicht ihm phonetisch gerade passen. Oder oder es ist auch so ein Ding, was in den 60ern ähm, modern war, so dieses Stream of Consciousness. Das muss dann auch gar nicht unbedingt so, so alles jetzt so einen, so einen narrativen Sinn ergeben. Es ist halt auch Popmusik. Das ist das Problem mit generell bei Texten, nicht nur bei den. Ähm, mhm. bei den bei dem Beatles so. Überhaupt auch diese Idee, hier kleiner Side-Fact so, äh, diese Idee so von Minimalismus und, und manchmal vielleicht sogar direkt albern sein, das aber gleichzeitig als Kunstform irgendwie sehen, ähm, wusstet ihr, dass Klaus Vormann, den ich glaube ich schon erwähnt hatte, den die Beatles in ihrer Hamburger Zeit kennengelernt haben. Ja. Und wie gesagt, die Beatles waren Arbeiterjungs und dann die, die Kirchherr Vormann, Volmer, das waren Intellektuelle so aus dieser Studentenszene. Und ähm, der der Klaus Vormann, der hat dann später mit den mit den Beatles auch auch zum Teil mitgespielt. Aber hier fun Funfact, wusstet ihr, dass Klaus Vormann der Produzent war von dem äh, 1980er Mega Neudeutsche Deutsche Welle Hit? Da, da, da von Trio. Das hat Klaus Vormann produziert. Und warum ist das erwähnenswert? Weil dieses da, 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 das ist ja sozusagen die Weiterführung, das ist direkt Dadaismus, das ist noch aufs Minimalste runter reduziert. Da haben ja auch dann Leute so reagiert, hey, boah, das ist das Ende der, das, der, der Kultur sozusagen. Da, 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 so, äh, wo das als, als Hit und wie kann sowas noch gehen? Aber die haben das durchaus auch so als Kunsttool genommen. Also, das nur dazu so. ja. Klaus Bormann. Aber Olli, gibt es da noch andere interessante Textstellen? Es gibt da einige interessante Textstellen. Da wird zum Beispiel auf dieser Platte eben auch erwähnt, ein, 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 ein Mittwoch um 5 um Uhr morgens, wo etwas passiert, wo also die, äh, die Untersucher dieser äh, Paul is dead-These eben sagen, das ist wahrscheinlich oder möglicherweise der, 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 Herr, der Tag oder der, die Uhrzeit, an dem äh, er den Unfall hatte the Day in the Life ist, ist der Track, ja. einer der besten Beatles Songs überhaupt und da ist auch dann drin, he blew his mind out, out in a car, also wo ja. direkt eine Referenz ja. ist, ist, ist da dazu auch, ja man sollte vielleicht noch sagen also die offizielle oder die, die offizielle Paul is dead Version also die die ähm, Interessierten äh, mehr oder weniger sich erzählen ist die dass eben äh, die Beatles äh, im Studio waren und bis spät in die Nacht gearbeitet haben und dann gab es irgendwie einen Streit und Paul McCartney ist eben dann nach Hause gefahren oder ist rausgefahren mit seinem äh, weißen Aston Martin den er da hatte und es soll auf der M1, auf der Motorway 1 äh, bei London eben einen schweren Unfall gehabt haben. Und dabei wurde er angeblich rausgeschleudert. Es gibt auch Leute, die behaupten, also sein Kopf wurde abgetrennt. Ähm, und so soll es passiert sein. Also mitten in der Nacht oder fast schon in der Früh. Äh, und wir kommen ja nachher gleich auf dieses Plattencover von Sergeant Pepper zu sprechen, wo eben auch. Scheinbar ein Datum kodiert ist. Das genau, und das ist auch ein wichtiger noch. Punkt, eben, dass du das erzählst, dass die laut der Story sozusagen sich im Streit getrennt haben, weil das auch dann erklären würde, dass vielleicht der Rest der Band durchaus immer so ein, so ein gewisses Schuldgefühl noch hatten und sowas. Weißt du, so hat man sich, wollte man sich nicht trennen und dass das dann auch ja durchaus ein menschlich verständliches Motiv ist, warum man dann gewisse Clues auch einbaut. Einfach weil man das künstlerisch irgendwie verarbeiten muss. Das haben ja andere Bands auch gemacht. Ich möchte ja nur daran erinnern, beispielsweise am Pink Floyd. Die wurden gegründet von einem Sid Barrett, aber der war nur auf dem ersten Album, war der am Start. Und danach ist er dann so psychotisch geworden und konnte einfach nicht mehr irgendwie arbeiten. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen so. Und die hatten dann auch hier ganze die ganze Zeit immer über Jahrzehnte ein schlechtes Gewissen gegenüber, weil sie den, den Genius, der das vorher angemacht hat, den haben sie rausgeschmissen und sie selber sind dann Superstars geworden und ultra reich. Und da ist er echt in den 70ern, kannst du auf jedem Album kannst du diese Referenzen hören für, für Sid Barrett also und, und die Konstellation kann eben bei den Beatles auch gewesen sein so ey weißt du der, der vielleicht wichtigste Mann oder einer der Top Leute im Paul McCartney super kreativ der ist weg und wir haben vielleicht uns auch im Streit getrennt deswegen ist er so gerast weil das so sauer war und dass sie da irgendwie so ein Schuldgefühl haben und äh, das ist wäre das dann wirklich verständlich warum warum die diese Clues gemacht haben weil die Frage steht dann auch im Raum wenn es so viele Clues gibt und wir schauen auch noch genau auf das Cover das ist großartig äh, Warum haben die das überhaupt gemacht? Also, warum sollten die es gemacht haben? Aber das wäre die Antwort dafür, weil einfach, sie es einfach irgendwie halt immer noch manifestieren wollten. So, ja, ja also auch genau, noch genau, das weiße dieses Auto, Auto kommt Auto immer wieder vor. Also, es gibt also es ja nicht, nur, nicht bei nur bei dem den, ähm, schon vorhin erwähnten Videoclip äh, zu, zu äh, Strawberry Floods Forever gibt es eine Szene, wo dann tatsächlich von hinten, von hinten ein weißes ein Auto durchs Bild durch durch fährt, durch fährt und fährt durch den Kopf von Paul. Paul. Und, und beim anderen Videoclip war es was ähnliches. Also, man kann natürlich Man kann sagen, sagen natürlich Zufall, Zufall ist aber schon das ist aber sehr, schon sehr viel Zufall, Zufall, muss ich ganz ehrlich ja sagen. Aber hatte der Paul nicht zu dem Zeitpunkt auch eine, eine Lebensgefährtin, der, dessen Vater eine interessante Figur war? Weil das ist noch, auch so ein kleines Detail, was ich doch merkwürdig fand. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Oliver. Die Jane Escher. Die Jane Escher war die damalige Freundin von äh, Paul McCartney. Und äh, Paul McCartney lebte dann auch in, den, in dem Haus der Eschers mit ihr zusammen und äh, interessanterweise war die Mutter Musiklehrerin, die war, das war sogar die Musiklehrerin des, des Produzenten der Beatles und äh, äh, der Vater war ein Psychologe und zwar ein Fachmann und sogar ein, 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 ein Vorreiter von ähm, ähm, ja du machst es ja auch äh, Hypnosetechniken ja also er hat mit Hypnosetechniken zu tun gehabt und äh, Interessanterweise ist dieser Mann, äh, 69 glaube ich, auch äh, ganz seltsam ums Leben gekommen. Er ist verschwunden gewesen und man hat überall nach ihm gesucht und nach fünf Tagen hat man ihn erhängt im, im Keller des Hauses gefunden. Seltsamerweise wurde das Haus aber vorher wirklich äh, von oben bis unten abgesucht und nach fünf äh, Tagen findet man seine erhängte Leiche äh, im Keller. Und das ist einer der seltsamen Todesfälle äh, im, im Umfeld der Beatles, sage ich mal. Und äh, ja, Mind Control, man weiß es nicht. Ja, vor allem, das ja, Interessante was? ist ja, der hat nicht nur mit Hypnose gearbeitet, auf den geht ja das ähm, Stockholmsy Stockholm-Syndrom zurück, soweit ich weiß. Ist das derjenige, der das definiert hat. Also dieses Phänomen, das Geiseln. Dann aufgrund von Übertragungsprozessen gewisse Sympathien oder für ihre Geiselnehmer entwickeln oder sich mit denen identifizieren. Also, es ist ja schon jemand, der in interessanten Bereichen geforscht hat und ohne dass ich jetzt behaupten will, ja, das ist so und ich will das unbedingt in dieses Narrativ reinpressen, aber stellen wir uns einmal vor, die Beatles als, ja, als gemachte Band vom Tavistock-Institut, dann wäre das ja zumindest so ein Forscher, der ein bisschen so in diese, in diese Richtung gehen könnte, der in dieses Bild passt und der ist dann ausgerechnet ähm, mehr oder weniger der Schwiegervater von dem Paul McCartney und er hängt sich ist zumindest man interessant. müsste ja nicht jetzt unbedingt, unbedingt dieses Narrativ von der gemachten Band bringen, sondern man kann ja sagen von der eng begleiteten Band <laughs> ja? von der eng begleiteten Band und eventuell äh, diese Escher-Geschichte ist natürlich deswegen schon interessant, weil ihm die Mutter die äh, Margarete äh, Escher, die Musiklehrerin in den George Martin, den Produzenten der Beatles, als als Musiklehrerin hatte. Es gab da ganz enge Verbindungen und äh, äh, interessanterweise. Äh, hat ja dann, äh, wenn er wirklich ausgetauscht worden ist, der neue Paul auch noch äh, eine gewisse Zeit äh, mit Jane Asher gelebt oder war in Verbindung, aber die haben sich dann nach einer gewissen Zeit getrennt und er hat dann äh, die äh, andere Frau, die er dann auch geheiratet hat, äh, fällt mir jetzt der Name gar nicht ein, äh, Stoner wird es bestimmt wissen, äh, äh, dann schon dort kennengelernt und es gibt eine Zeugenaussage, die äh, von jemand, der da auf einer Party war, bei der Jane Asher, und dann eben gesagt hat, Moment, warum ist denn der Paul McCartney mit einer anderen Dame dort und dort oben, warum sitzt der denn mit der anderen oben? Ich dachte, er ist der Freund von der Jane Asher, und dann muss irgendjemand gesagt haben, nein, nein, das ist ein anderer Paul McCartney. So, und Ja, es, ist, es sind viele Geschichten, also viele Indizien, wenn man an die Geschichte mit dem ausgetauschten Paul glauben möchte, die so dieses Bild stützen, ähm, mich überzeugt das alles bisher noch nicht so 100%, aber ich finde es unheimlich spannend, da mal so drüber zu sprechen und zu spekulieren. Ähm, welche Frage ich noch habe, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass, wenn man jetzt Beatles Stücke rückwärts spielt, gibt es dort gewisse Botschaften, das ist ein Fakt. Es gibt Textzeilen, die sich so interpretieren lassen oder die, die keinen Sinn ergeben haben, es sei denn, man, man legt diese Paul is Dead Geschichte zugrunde. Es gibt dann noch Bilder und Plattencover, da werden wir noch drauf eingehen, die irgendwie darauf hindeuten. Die Frage ist, wenn er ausgetauscht wurde, warum geben die Beatles dann selber Hinweise? Also ja, okay, vielleicht haben die eine Art Schuldgefühl, die haben sich im Streit geklärt, aber eigentlich, wenn man so eine Art von Be Verbrechen, so einen Betrug begeht, warum hätte man dann Interesse, da noch Hinweise zu geben? Oder sind es nicht die Beatles selbst, die Hinweise geben? Weil ich weiß jetzt nicht, wer die Plattencover für die designt, wer da das Machtwort spricht, haben die überhaupt Mitspracherecht, wie das Sgt. Pepper-Albumcover aussieht? Aber wie, wie ordnet ihr das ein? Wie beantwortet ihr das? Also, zum einen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass, wenn das so ist, aus deren Sicht das kein Verbrechen ist. Das ist nicht dieses Bewusstsein, hey, es ist ein Betrug in dem Sinne. Es ist natürlich, ja, gerade aus heutiger Perspektive ist es schon Betrug, aber aus der, 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 dem Blickwinkel der 60er, hey, es ist 1966, gerade die wirklich einflussreichen Leute im Musikgeschäft, für die war das immer noch halt, es ist einfach Business, es ist eine, 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 eine Teenie-Band. Ja, das ist Showgeschäft, das ist, für die wir das jetzt kein Bewusstsein wie, oh, ich brauche jetzt ein bisschen kriminelle Energie, um das durchzuziehen. Also ich glaube, das haben die, selbstverständlich kann man solche Option halt wahrnehmen. Ne? Und ähm, naja, aber, aber eben die, die Musiker, die, die anderen, vor allem John Lennon, äh, bei dem weiß man ja auch im ganzen Rest seiner Vita später dann auch Solo, das war durchaus ein intelligenter Mann und das war einer der, der sich auch engagiert hat John Lennon wurde, das ist auch ein spannendes Thema, wurde ermordet und da gibt es auch alle möglichen Gerüchte und, und Indizien, die da zusammenkommen, allein über John Lennon da könnte man so viel erzählen, wo Dakota Building und all diese Sachen so ja. aber John Lennon war auch jemand, der tatsächlich unbequem wurde, so der der Wahrheiten gesagt hat, äh, ausgesprochen hat, die vielleicht nicht jeder in den 70ern von den mächtigen gerade in den USA hören wollte und ey, weißt du, vielleicht einfach rein menschlich so, den John Lennon hat es vielleicht gewurmt. Der hat es auch am Anfang mitgemacht, gerade 66, bist immer noch recht jung und ja, es ist halt jetzt so, gut, äh, Business läuft weiter, aber dann das ist wahrscheinlich Monat für Monat, Jahr für Jahr an dem auch arbeitet, irgendwie in dieser Fake Nummer zu stecken so. Auch da nicht als Betrug, aber einfach als Fake und äh, dass er das dann vielleicht künstlerisch irgendwie unterschieben will. Und äh, ganz ehrlich, das ist in der Kunst ja auch ganz allgemein der Kunst, nicht nur in der Musik, ist das ja auch ein, ein bekanntes Phänomen, dass Künstler in, in ihrem Werk vielleicht Hinweise unterbringen, die ja möglicherweise dem, dem Zeitgeist widersprochen haben. Weißt du, früher, wo du Kunst nur machst für, für die Kirche. Da, da, und bist aber selber vielleicht schon ein Freigeist, dann, dann bringst du dort in deiner Kunst, in deinem Werk vielleicht gewisse Hinweise unter, die aber nicht jedem verständlich sind, damit du auch keine Ärger bekommst, jetzt irgendwie mit der Inquisition. Also diesen, diesen Impuls, den, den kann ich gut verstehen. Und gerade wenn es eben noch so ist, dass John Lennon und Paul McCartney, das waren Freunde, die sind schon bis 66 einen ganz schön krassen Weg zusammengegangen, von diesen Hamburg-Geschichten bis hin zum Beatlemania und so weiter. Also es das halte ich für völlig ähm, verständlich, so, dass gerade so ein, ein John Lennon oder eben andere diese Hinweise halt geben und das machen wollen. Ne? Oli, wie siehst und du eins, das? Eins, eins darf man nicht vergessen, es spielte da eine Rolle, sehr, sehr viel Geld. Ja. Zu der Zeit ja waren die Mittel schon sehr, sehr bekannt und es, es war ein, 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 ein Unternehmen, muss man sagen. Und äh, Nicht nur der Auto, sondern auch ich, auch ich gehe davon aus, wenn wirklich da ähm, das passiert ist, dass der ausgewechselt wurde, dann äh, wurden da auch Verträge gemacht, da wurden stillschweigeabkommen unterschrieben und, und, und. Also ich gehe nicht davon aus, dass irgendeiner der Beatles irgendwas etwas sagen hätte dürfen und wenn, dann hätte es Riesenprobleme gegeben. Ähm, derjenige meiner Meinung nach, der da am ehesten immer ein bisschen so äh, was rauslassen hat, war der George Harrison. Ja? Der George Harrison hat ja immer wieder äh, so Bemerkungen gemacht. Es gibt da auch Videos äh, auf YouTube zu finden. Ähm, und zwar war das jetzt gerade in der Zeit, kurz nachdem die Beatles aufgelöst so, äh, worden sind oder sich aufgelöst haben, äh, wo sie zu, äh, zusammengesessen sind. Paul war nicht dabei mit Yoko Ono und so und da hat es geheißen, äh, Yoko Ono, äh, man sieht eine Beatles-Frau, wie sie den Beatles irgendwie äh, Tee macht, den, den Fab Four und dann sagt der George Harrison, Fab Free, not Fab Four, Fab Free. und dann sagt der Beatles, Be äh, Beetle Pill macht sein eigenes Ding. Also Beetle Bill macht sein eigenes Ding. Nicht Paul Bill. So, dann sind wir wieder beim Bill. Beim Lieben. Hm. Ja, das ist schon beim interessant. Bill Wollen wir uns vielleicht mal an dieser Stelle ein paar Plattencover angucken? Weil ich glaube, das ist auch, was unsere Zuschauer jetzt langsam mal interessiert. Ähm, was sind denn das für, für Hinweise, eben halt auf den, auf den Plattencovern, die man da sehen kann? Ähm, ja, welches Album ist das? Ich bin ja tatsächlich Laie. Ich das ist das berühmte Abbey Road Album. Das ist das letzte Album, was ähm, rausgebracht wurde. Es ist 1970 erschienen und äh, zum Zeitpunkt des Erscheinens waren die Beatles als Band schon in Geschichte. Es ist das letzte Album. Ja. Und Abbey Road heißt es deswegen: so ist diese Straße und äh, an der Abbey Road sind eben die Abbey Road Studios die wir vorhin schon erwähnt hatten. Und interessanterweise, die, der Vorletzte ist Paul McCartney, ne? die Figur genau. hier, die man als Einzige ohne Schuhe sieht. genau Einer genau. den Clues hast du schon entdeckt, der oh, Genau so ist es. Genau, und äh, interessanterweise äh, ist man davon ausgegangen, im Moment, wenn der keine Schuhe anhat, ist er dann tot, weil äh, zumindest in England ist es so, dass man den, den Toten also keine Schuhe anlässt, wenn die beerdigt werden. Ähm, was auch interessant ist, hier jetzt gleich bei Paul zu sehen, das ist die Zigarette in der rechten Hand als Linkshänder. Das ist sehr, sehr seltsam. Ja, dazu kommt, dass, ähm, wenn du genau hinschaust, die drei Beatles äh, gehen im Gleichschritt, nur Paul, sein Schritt ist genau verkehrt. Genau. Mhm. Ähm, du hast äh, den legendären VW Käfer dort äh, links im Bild, der das Nummernschild trägt: äh, 27, äh, 28 if. Ja. 28, wenn, also wenn nicht, ja, wenn ich, wäre war das sein also bei dem bei dem vermeintlichen Tod? War da 28 oder warum die Zahl? Ne, er wäre 28 gewesen dann zu dem Zeitpunkt, wo, wo hier dieses ah, okay. Augen rausgekommen ah, okay. ist oder so. Oder genau, sowas, glaube genau. ich. Ja. Ja, sowas. Genau, genau, genau. Aber was das Interessanteste daran ist, ist eigentlich, ich weiß nicht, wer das dann aufgebracht hat, aber dass man sieht hier, hat jemand behauptet eine Prozession und zwar eine Prozession zu einem Begräbnis? Jetzt, wenn man das Ganze mal durchgeht von äh, rechts nach links, also der weiß angezogene ist John Lennon, der eben angezogen ist wie ein Priester, ganz in weiß. Dann dahinter also der Ringo, so genau, genau, also. genau. Dahinter Ringo, der äh, quasi wie ein Bestatter aussieht. Dann dahinter äh, Paul ohne Schuhe, also die Leiche, quasi der Verstorbene. Und dahinter in, in Jeans der Totengräber, George. Also man sieht hier eigentlich eine ähm, Prozession für ein Begräbnis. So könnte man es zumindest deuten. Ja, hm. und viele sagen auch, dass hier äh, links das Grundstück, äh, dass das vielleicht auch ein Friedhof sein könnte. Also an der einen oder anderen Stelle sieht es aus, ja, könnte es sein, oder? Dass das links hier ein Friedhof ist. Zumindest, was ich interessant finde, jetzt mal abgesehen davon, von dieser Paulus-Dead-Geschichte. Eins scheint ja auch ein Fakt zu sein, dass man den Paul McCartney ähm, in der Bilddarstellung immer irgendwie so ein bisschen hervorgehoben hat. Ne? Also der scheint so oder so, auch wenn er jetzt nicht gestorben ist, äh, ne, dass mit dem so ikonografisch eine gewisse Sonderrolle immer, immer irgendwie zugedacht hat. Ja, wie gesagt, also McCartney und Lennon, die beiden waren halt auch die absoluten Superstars. Hm. Aber vielleicht schauen wir mal. Schauen wir mal das nächste Plattencover an. Das ist jetzt, glaube ich, dieses berühmte Sgt. Pepper-Cover, ne? Genau. Genau, dazu muss man wirklich sagen, für die, die Leute, die es nicht wissen, ey, das ist, gilt als eins der allerbesten Alben überhaupt in der Musikgeschichte. Eins der kommerziell erfolgreichsten Alben. Es ist sozusagen das Meisterwerk auch von den Beatles. Dieses Album ist, ey, das ist ein Riesenbestandteil von, von Popkultur, und ähm, ja, spannend. Und dann, ey, man kann da so viele Dinge drauf, drauf sehen. Ne? Ja, vor allem also interessant ist zum einen unten die, diese Blumenkonstellation könnte vielleicht, können, könnte man sagen, so ein bisschen wie, so, wie so, ja wie bei so einer Bestattung ne? oder wie auf so einem Grab. Und es sieht aus und wie ein Grab, so frische aufgeworfene Erde, oder? Da, da ist jetzt keine Wiese, sondern das ist so ein Erdhügel und da ist ein Blumengestecke arrangiert. Ja. Und genau unten links sieht man einmal leicester crowley der zweite von links ganz hinten und ja. dann ist er rechts noch ein zweites mal da. Ne? ich glaube als ein etwas genau. jüngerer leicester crowley sieht man ihn auch irgendwo nein rechts versteckt rechts versteckt und zwar äh, ziemlich da, da ist diese sekunde da muss ich mal schauen das ist diese, diese blonde dame in dem goldenen kleid ja. und dahinter sieht man sieht man was hervorlugen mit so einer Kappe, das ist Crowley, das ist diese zweite, zweite Abbildung von der Liste Crowley. Inter Interessanterweise äh, direkt darüber ist ja, glaube ich, Lewis Carroll, der Autor von Alice im Wunderland. Genau. Genau, genau. Genau, also eine, also eine ganze Reihe von Prominenten aus Popkultur oder Leute, die der Popkultur irgendwie wichtig waren, auch aus einer anderen Zeit, wie eben Crowley. Ich, ich weiß gar nicht hier alle Details. Karl Marx siehst du irgendwo. Ich habe auch gehört, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, dass auch irgendwie Blavatsky da wäre. Es sind ganz viele. Aber die Idee ist sozusagen: hey, guck mal, da kommen Leute zusammen, ja, zu einer Beerdigung. Weil dort kommt man halt zusammen als Publikum oder als Leute, die dem halt ein Geleit geben, die alle irgendwie was mit dem zu tun hatten. Und sei das heißt es nur so auf geistiger, philosophischer Ebene oder so. Genau, und dann hat man vorne eben äh, gesehen, äh, diese, diese gelben Blumen vorne, das sieht man auch so Seiten, wo die Leute sagen: Moment, das ist doch ein, ein links gespielter Bass, ja? Und dann hat ein, ein Journalist äh, den Derek Taylor angerufen, den Pressesprecher der Beatles, und hat gesagt: Sag, sag mal, dass, dass da unten dass, diese Blumen, das ist doch ein linkshändiger äh, Bass. Äh, was bedeutet das? Dann sagt der Taylor quasi, um, unvorsichtigerweise auf dem Grab. Dann fragt der Journalist: Ist das ein Grab? Äh, dann ist er so in Stottern gekommen, weil er das letztendlich verraten hat, dass es hier um ein Grab geht. Und äh, wenn man sich genau anschaut, sieht man ja links die alten Beatles. Die da dort stehen, also ziemlich traurig, äh, so wie sie früher eben angezogen waren, so schwarz-weiß, weiße Hemden. Und äh, in der Mitte sieht man die neuen Beatles. Und wenn man genau hinschaut, kann man schon da sehen, dass dieser Paul, dieser äh, Blaue Mann, Paul Paul Paul, größer. genau, größer ist. Genau, genau. Was Und auch noch äh, interessant ist, ganz kurz, ich muss einwerfen, weil wir hatten schon gesagt, hier ist Aleister Crowley. Es gibt einen Bezug zum Okkultismus und ich finde auch spannend, man sieht eine Randfigur ist ja ein Schwarzer, das ist glaube ich ein bekannter Boxer aus der Zeit, und rechts sieht man diese Blondine, also wie zwei Säulen, eine ist dunkel und eine ist hell. Also es deutet auch auf Jakin und Boas, die Säulen der Freimaurerei vor dem Salomonischen Tempel hin. Sehr subtil und versteckt hier in die Symbolik eingebaut, aber für mich doch deutlich zu erkennen. Ich halte das nicht für einen Zufall. Ja, es, es sind unglaublich viele Dinge. Man erkennt immer wieder neue Sachen. Wenn man ganz rechts schaut, ist so eine Puppe zu sehen. Äh, diese Puppe hat, man kann es vielleicht gar nicht so gut sehen, hat auf dem äh, einem Bein einen Bein ein kleines äh, Modell eines Aston Martin, eines weißen Aston Martin. Genau das Auto, das der Paul gefahren hat, mit dem er angeblich verunglückt ist. Und rechts sieht man bei dieser Puppe einen Fahrerhandschuh, einen blutigen Fahrerhandschuh. Also, das ist schon sehr auffällig. Weiterer Clou, der, über den Leute sprechen, ist, dass ähm, Paul McCartney, also in der Mitte im, im blauen Gewand, als einziger ein schwarzes Instrument in der Hand hält. Und dann kommt natürlich noch die, der, der berühmte Spiegeltrick. Ja, genau, genau. Aber genau. <laughs> dann als also sonst sieht ja diese, haben, man sieht so aus, so ein Spiegelchen in die Hand nehmen. Diese, diese Trommel in der Mitte. Wo Sergeant Pepper genau, da, draufsteht das, und da steht? Das, das Feld der Bassdrum. Das Feld dieser Bassdrum ist, ist ho hochinteressant. Ähm, bevor wir das, das Feld jetzt mal genauer anschauen, äh, beziehungsweise die Inschrift mal genauer anschauen, äh, ist es wichtig zu wissen, dass äh, es stehen ja auf der Platte die ganzen Credits drauf. Das heißt, äh, äh, wer hat was gemacht. Und für dieses Bassdrumfell ist genannt ein gewisser äh, Joe F. Grave. Und dieser Joe F. Grave ist nirgendwo zu finden. Es ist aber so, genau, genau, es ist also so, dieses F. Grave ist eigentlich eine Zusammensetzung von Epitaph und Grave, also von Grabinschrift und Grab. Ein Joe Grabinschrift und Grab hat dieses Ding äh, quasi, äh, äh, ja, entstehen lassen. Äh, ein Mann, den es nicht gibt. Und jetzt, wenn man sich das anschaut, da steht da ja dort, uh, Sasha Peppers Lonely Hearts Club Band. Wenn man sich das Lonely Hearts anschaut und dieses Ganze in der Mitte spiegelt, also dieses Lonely Hearts, und dann kommen ganz interessante Dinge raus. Und zwar kann man dann erkennen, ein, eine 1, eine römische 1, dann ein 1, dann wieder eine römische 1, eine römische X und dann he, ein Pfeil die. Also ein bestimmtes Datum und dann er, stirbt oder starb und zwischen hier und da sieht man einen Pfeil und der Pfeil zeigt nach oben zu dem neuen Pol oder zu Pol. Ich weiß nicht, haben wir da ein Bild davon? Ansonsten halte ich es mal rein, weil man muss es wirklich sehen. Dann ist es auch. Ja, das müssen wir vielleicht später noch mal angucken, weil man sieht dich jetzt nur in der verkleinerten Darstellung. Halte das vielleicht noch mal zum späteren Zeitpunkt rein. Das muss man wirklich mal. Genau, muss man wir wirklich genau, mal reinhalten. Genau, dann. genau. genau. Was ich auch interessant finde, man sieht über dem Paul in Blau ja auch irgendeine Figur, die so eine Hand ausstreckt. Über ihm ist so eine Hand, ist irgendwie so, so eine Geste. Muss nichts bedeuten, kann, kann ein Hinweis irgendwie auf ihn sein, mal wieder auf eine gewisse Sonderrolle. Aber es kam immer wieder vor. Es kam immer wieder vor, dass über Pol dann diese so eine Hand zu sehen ist. Zum Teil auch mit, dem, mit diesem äh, äh, sogenannten Satans-Zeichen, äh, wie jetzt also auf dem Plattencover von sehen wir dann, glaube ich, eh noch gleich, äh, Yellow Submarine, da ist es auch zu sehen. Und äh, aber das kam immer wieder vor. Da gibt es äh, bestimmt ein Dutzend so, so äh, Fotos, wo man das sieht, dass immer wieder so eine Hand abgebildet war darüber. Viele, sagen ja, dann, das, viele sagen ja, dann, dass das so ein, ein Todessymbol wäre. Irgendwo aus asiatischer Kultur oder so. Aber da, da weiß ich nicht. Also, ich habe das sonst noch nie irgendwo gehört, dass, wenn du jemand die Hand drüber hältst, dass das sozusagen ein, ein Zeichen für Tod wäre. Tatsächlich hat man das auch früher auf jedem Schülerfoto, ist irgendwie die Eselsohren drauf. Ähm, weiß Aber ich nicht. Aber, Aber was, segne, wo auf jeden Fall, zahlen, ne? genau, wo Ollie auf jeden Fall recht hat, fällt halt auf, dass es sehr oft passiert. Also, das, das ist tatsächlich so. Also auf einigen ja. offiziellen Beatles-Bildern ist es halt so, dass da über dem vollen eine Hand ist. Was es auch immer zu bedeuten hat. Ja. Aber Charles, diese Bedeutung, die Handgesten haben, vielleicht kannst du uns mit deinem Hintergrundwissen über Logen da ein bisschen weiterhelfen. Es taucht dann auch vielleicht im nächsten Bild, sehen wir es ja dann auch, die Manu Cornuta oder den Fans als die Pommesgabel bekannt. Ähm, vielleicht kannst du uns ja da aufklären, welche Bedeutung eben schon Handgesten auch, auch haben, wenn man so ein, eine, eine Botschaft senden will, wenn man Clues verteilen will. Also Handgesten haben natürlich eine große Bedeutung in okkulten Traditionen. Also, zum einen aus der ganzen Yoga-Tradition, da gibt es die Mudras. Ja, das wäre sozusagen das Pendant zu den Asanas, also den Körperstellungen im Yoga. Dann gibt es halt eben Mudras, sowas hier. Das sind dann eben spezielle Handstellungen. Und da die Beatles ja auch ein bisschen Indien-Bezug haben, ist es jetzt nicht völlig abwegig, dass, die, dass denen irgendwie auch Mudras bekannt gewesen sind. Dann gibt es in der Freimaurerei eine Vielzahl an Handzeichen, vor allem in den Hochgraden. Die sich teilweise mit Mutra, also den Mutras aus Indien, sehr ähnelt und teilweise sind es sogar dieselben Handzeichen. Sehr interessante Connection. Ähm, deshalb sagt man auch manchmal, äh, wenn man sich mit der Materie näher befasst, Freimaurerei ist abendländisches Yoga, wenn man so will. Zumindest was so die ganze Ritualistik und Gesten und sowas äh, betrifft. Aber dann natürlich auch aus den Religionen. Wir kennen die, 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 die segnende Hand. Wir kennen ja auch so aus dem Mittelmeerraum, so eher so Richtung Ostmittelmeer, so diese, diese Hand der Fatima als, als Schutzsymbol, was man dann an Türen trägt. Also, das kann durchaus eine Bedeutung haben. Und ich meine, dieses Bild ist symbolisch überladen. Da hat man jetzt nicht einfach nur eine Collage gemacht, irgendwelche interessanten Figuren, sondern man hat natürlich auch spezielle Bilder von denen ausgewählt und die auf eine besondere Art arrangiert und dass jetzt so eine erhobene Hand über dem Paul ist, das, das halte ich für keinen Zufall oder für jetzt irgendwie, dass man es das aus stilistisch ästhetischen Gründen gemacht hätte. Ich weiß auch nicht, wer die Figur ist, die diese Hand so hoch hält. Das Gesicht ist ja halb verdeckt, aber es sieht schon irgendwie so ein bisschen gruselig aus, ne? wenn man sich das mal so aus der Nähe anguckt. Ja, interessant. Wer könnte das sein? Ne? Und, und ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ich gebe dir völlig recht. Ja, zufällig wird es nicht sein. Und äh, Symbolüberladen ist es auch. Und es ist auch die einzige Hand, äh, die da irgendjemand hochhält. Also, und, und das ist ja auch zentral im Bild. Also da, man wird sich schon was dabei gedacht haben, ja. Ja? Ich was ich noch auch, ja? Nee, Oliver, was ich, was ich noch nachschieben will, äh, nochmal ganz kurz auf diese Postrummel zu sprechen, kommen und zwar auf das Datum. Äh, wie gesagt, es war ja eine Eins, nochmal eine Eins, eine Eins und ein X. Jetzt ist natürlich das so gedeutet worden, äh, 11 und 9, also 1,1 1 und 9, also 11.9. oder 9.11. oder wenn man zusammenzählt, auch der 3.10. wäre eine Möglichkeit. Also das sind diese drei Termine, sage ich mal, wo äh, man spekuliert, dass das äh, der Tag war, an dem der Unfall passiert ist. Äh, ich gehe jetzt eher mal vom äh, 9. November aus, aber es gibt auch für die anderen zwei Möglichkeiten ähm, den ein oder anderen Anhaltspunkt. Hm. Ich auch ja, ganz dann, wie man es dann in der, in der Spiegelung ja. eben sieht, ähm, ähm, dort, wo jetzt halt Harz zu lesen ist, wenn du das äh, spiegelst, dann kommt halt tatsächlich sowas raus wie Hi, also hi He, H -E, dann ist es irgendwas, was kein richtiger Buchstabe ist, so ein Ziersymbol und dann kommen drei Buchstaben D-I-E also he die. und vorher hast du halt das Datum und ich meine, das zusammen, ein Datum und ja. dann he die. das ist eigentlich schon ein Kurios, ja? Ich finde auch interessant einfach hinten, wo Aleister Crowley abgebildet ist der ältere Herr, neben ihm ist Sri Yukteswar. das war der Guru von Paramahansa Yogananda ähm, man sieht hier Edgar Allan Poe man sieht Lewis Carroll, der alles im Wunderland geschrieben hat. Ähm, man sieht auch aus dem Order of the Golden Dawn ein. Also hier sind verschiedenste Figuren definitiv, die auch mit Okkultismus zusammenhängen. Und, oder Religion oder Spiritualität. Neben jetzt irgendwie Popkultur. Und das, finde ich, macht dieses Bild eigentlich für mich besonders spannend. Es ist wunderschön, eigentlich nur vergleichbar mit dann späteren Albencovern von Michael Jackson, Finde ich, wo so irgendwie so, so in so vielen kleinen Details ähm, diese Connection Popkultur, Okkultismus aufgezeigt wird. Ist nicht der Doris Typ von über. Lawrence von Arabien ist auch so. Doris von ist nicht der Typ über George Harrison. George Harrison ist der Beatle ganz rechts in, in Rot, der direkt drüber ist, ist nicht George Bernard Shaw? Ich glaube schon, ja, das, äh, der, das ist so Fabian Society und so, auch eben so, so eine englische Geschichte. Ja, das, ist, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Bild da. Es, es war übrigens ein, Club, ein Clubcover. Das war ein Clubcover. Das heißt, es, war, es war, hat einen Mittelteil und ein, eine Rückseite natürlich gegeben wie bei jedem Cover. Aber äh, das, das Interessante war bei dem Clubcover, da sah man die vier neuen Beatles wieder irgendwie dort sitzen. Und äh, der Paul hatte da einen seltsamen Aufnäher auf dem ähm, linken Arm. Mit, dem mit der Abkürzung ähm, OPD. Und äh, das ist ja die Abkürzung für, für Officially uh, Pronounced Dead. Und also so Engl Schattel in, in, im Englischen so eine offizielle Erklärung wie bei uns, also so, so juristisch irgendwie ähm, so, so eine Redewendung halt, ähm, genau. offiziell verstorben und die Abkürzung wäre dann, wär dann das, ja. Könnte aber, also auch, könnte aber auch sein, dass es halt ich, OPD, Ottawa Police Department oder so. Kann's auch ja, sein. so hat ja. das später dann gedeutet. Ist aber auch seltsam. Aber was ich jetzt besonders interessant finde, ist: man sieht ja hier einmal die neuen Beatles und dann die alten. Und die alten in ihren schwarzen Anzügen, die sind doch wirklich in Trauerpose. Also die sehen doch wirklich aus, als würden die an einem Grab stehen. Wollen, mhm. Auch mit den Instrumenten, die die da davor liegen haben, das sind ja nicht ihre Beatles-Instrumente, sondern da stehen dann diese Blasinstrumente, so ein bisschen altertümlich. Das ist eher vielleicht, was man dann bei der Beerdigung gespielt hat, so als Kapelle. So. Ja, ja, es ist, es ist echt ein interessantes Bild. Aber wollen wir mal zum nächsten Plattencover weitergehen? Ja. Ähm, schauen wir uns doch mal das nächste an. Ähm, das ist jetzt das Album Yellow Submarine. Von, von wann ist das? Ist das? Vor dem Sgt. Pepper Album oder danach? und Später. Und, äh später. Danach. Ja. Ja. Das ist von 1969. Sgt. Pepper war 67. Das ist also zwei Jahre später. Und das ist ja eigentlich äh, offiziell ein Soundtrack. Äh, denn es gab ja dort, äh, die Beatles haben auch Filme gemacht. Und hier haben sie einen Zeichentrickfilm gemacht, der genau in diesem Style wie Discover hier halt animiert ist. Äh, und, und die Geschichte heißt Yellow Submarine. Auch ein wirklich skurriler Film so. Und ähm, ja, da könnte man bei dem Film wahrscheinlich auch ganz viel so finden, wenn man da genauer hinschaut. Aber ja, das ist sozusagen das Cover von, von dem Album Yellow Submarine, wo es eben auch den, den Film dazu gibt. Übrigens hier, ja, dieses kleine U-Boot da unten, was auch im Film immer vorkommt, das gelbe U-Boot, das habe ich als Kind mal als Spielzeug gehabt. Also nur so, weißt du, wie mhm. verbreitet das war so ist. Als. Also ich als Kind bin sowas aufgewachsen, so mit so Krimskrams, ja. Ist dann der, der Beatle, ja. über dem hier die die Hand äh, ist, ist das wieder Paul McCartney? Ja. ja. Also, er wird auf diversen Platten, Covern der Beatles, ob tot oder lebendig, immer in besonderer Weise irgendwie hervorgehoben. Genau, und hier haben wir auch wieder dieses Zeichen, das manche eben als Satanszeichen bezeichnen. Äh, übrigens, der, ähm, der Mann in, in dem Matrosenanzug äh, ganz links mit dem Vollbart, der macht auch so ein ähnliches Zeichen. Und äh, steht die allseits mittlerweile bekannte Zahl 23 rechts auf dem Cover. Äh, 23 ist ja, ja. Und die kuriose Figur, ähm, äh, also auf rechts dann so in dem grünen Mantel, der auch ausschaut wie Sie sagen, so ein Magier. Guck mal, der macht mit der linken Hand auch wiederum dieses Zeichen. So. Ja. Mhm. ja war an der macht irgendwie, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht, aber der macht ja ungefähr so eine Geste. Also die eine Hand so und dann die andere weiß noch oben. Das ist das Ding, wo ich mal gedacht habe, wie der Ja, also da sage ich jetzt ganz ehrlich... Das ist ja wirklich... Mein arrangierter ich, Künstler der macht sich ja da äh, den Kopf, wie er kenn, meine Hände ja, so macht. Ja, halt. kenne ich als Geste jetzt nicht direkt aus der Freimaurerei, sieht aber so vom Arrangement, so in der Art kann man sich manches Handzeichen in freimaurischen Hochgraden vorstellen. Ich würde aber durch die Alastair Crowley Connection fast eher vermuten, dass das solche solche Zeichen und Körperstellungen sind aus dem OTO, aus dem Ordo Templi Orientis, also aus der, aus der Crowley-Tradition, nicht direkt aus der Freimaurerei. Aber ich, da stecke ich nicht im Detail drin. Ich vermute es nur. Ähm, vielleicht weiß es ja auch der ein oder andere unter unseren Zuschauern besser. Aber ähm, definitiv, das kann man glaube ich zusammenfassen, diese Körperstellung, ähm, das ist westliche Magie. Das ist, geht in diese Richtung. Das ist nicht einfach nur Zufall. Also, ob Paul jetzt dead ist oder nicht, diese Albencover haben okkulte Bezüge. Und ich finde auch diese Figur links im Bild, äh, was ist das? Also, da ist dieser einen blauen Anzug, ja dieser Seemann, so wie so ein Kapitän sieht der aus. Und was ist das unten? So wie so ein dämonisches kleines Vieh mit so einem blauen, bösartigen Gesicht. Sieht fast aus wie so eine Karikatur aus dem Dritten Reich von einem Juden. Also so erinnert mich daran, ne? So, so, äh, ja, was, was ist das für eine komische Gestalt oder so, so ein Teufelchen oder was soll das darstellen? Ja, es ist halt Aber diese seltsame Fantasiewelt auch und äh, ich möchte nur so als kleinen als Gedanken so der, da reinschmeißen, so in, in Amerika im, im Zuge von auch eben 60er Jahre, im Zuge von, von dem, was so als MK-Ultra-Programme bekannt geworden sind. Da es ja auch ganz oft diese Connection in die Popkultur rein. Und da gibt es auch ganz oft die Connection zu gewissen so, so Fantasiewelten, die man irgendwie benutzt im, im, als, als, Trigger für, für, die Leute, mit denen man halt hier an, an Mind Control Projekten arbeitet. Und ein, ein, bekannt, ganz bekannte Geschichte, die da wohl immer wieder in Verwendung gefunden hat, ist eben Lewis Carroll äh, hier in Alice in Wonderland und deswegen kommt taucht das auch wiederum bei dieser amerikanischen Popkultur immer wieder auch auf diese Bilder so aber das ist andererseits ist es auch schwierig weil ich meine das ist halt Englisch und ich vielleicht hat da Lewis Carroll in der englischen als Kinderbuchautor da so einen hohen Stellenwert wie bei uns was weiß ich Astrid Lindgren oder so na, wahrscheinlich schwer vergleichbar sondern eine andere Zeit ist Willem Busch vielleicht eher oder so aber es fällt halt auf, dass, dass eben diese Zusammenhänge gibt. Also das halt gerne auch mit diesen, ja, das in so vermeintliche verkleidet, oder könnte man fast sagen, getarnt so als als Kinderwerk. Und letztens gilt das vielleicht überhaupt für die ganze Popkultur, getarnt als Entertainment, dahinter dann durchaus ähm, klare, für, für den der es weiß, verständliche, ja, okkulte Botschaften sind, die man dort halt einbaut. Äh. Aber Ali, das was, kennen was, wir auch was, aus was, Kinofilmen und, und ganz vielen. Ne. Was, was gibt es hier noch zu entdecken? Ich wollte noch was äh, anderes dazu sagen. Und zwar, es gibt aus dieser Zeit ein, ein Foto von den vier Beatles, äh, wo also im Hintergrund äh, Ringo und George stehen haben, also dieses Yellow Submarine in der Hand oder, oder die Abbildung der Yellow Submarine. Und da ist komischerweise auf diesem U-Boot ein großes P, P wie Paul, zu sehen. Also als wenn jemand untergetaucht wäre, ein, 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 ein gelbes Unterseeboot mit einem P wie Paul. Und im Vordergrund sieht man also den Paul, der zu dem Zeitpunkt eben der Paul war. Daneben den John Lennon. Und Paul macht das 666 Zeichen. Und John Lennon macht eben auch wieder dieses Satans Zeichen. Und das ist ein sehr skurriles Foto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was auch noch interessant ist, der Film, der Film äh, zu dem äh, Yellow Submarine, äh, ja, zu diesem Album, ähm, hat ganz, ganz interessante ja, Clues auch. Und zwar äh, ziemlich am Anfang des Films sieht man einen äh, Grabstein. Man sieht einen Grabstein, auf diesem Grabstein steht Nummer 49, liegt hier begraben, steht dort, hier liegt buried. Und Nummer 49, wenn man das, äh, sich äh, hochrechnet, die Anzahl der Buchstaben, Paul ist 4, 9, McCartney. Also Paul McCartney liegt hier begraben, könnte man eventuell meinen. Und dann gibt es eine Szene in diesem Film, in dem man fünf Beatles sieht, und zwar zwei Pauls. Also die anderen. Das ist interessant, ne? Das ist sehr interessant. Das müsste, ich, müsste man sich ja echt noch mal so mit diesem Hintergrund diesen Film angucken. Also eine Szene, in der dann zwei Pauls gezeigt werden, finde ich schon irgendwie. Im spannend. Buch haben wir das drin. Im Buch haben wir das drin, beides. Und was eben auch Leute, wenn man auf clue sucht, ist, halt auch sagen, die ganze Idee von dem U-Boot ist ja auch nichts so anderes, wie, weißt du, wir haben hier ein U-Boot. Also hier der, der eine von uns ist gar nicht der, der wirklich ist. Weißt du, wir schmuggeln da was unter. So, er ist ein U-Boot. Ja. Ich mache das. Das Bild jetzt mal weg, wir sind fertig das zu interpretieren, ne? Ja. Insofern kann man uns jetzt wieder in Groß sehen, aber es war schon interessant. Es gibt ja auch noch ein anderes Albumcover, das haben wir jetzt nicht gezeigt. Da ist mal ein Album entschieden von den Beatles und, und da hat nee, man das, und ist da ein hat man dann, das mit diesen Babypuppen. Und da hat man das dann zurück vom Markt wieder genommen. Also es gab ein Albumcover, wo die Beatles, sitzen die fotografiert und die haben so zerstückelte Babypuppen überall irgendwie so ein, so ein Arm so ein rausgerissenes Bein und das war dann zu kontrovers wurde vom Markt genommen aber so ein paar Sammlerstücke existieren noch vielleicht Oliver kannst du dazu mal was sagen weil das hat äh, das mich auch ein bisschen verstört ich, ich bin mir nicht ganz sicher aber war ein Compilation Album um, Yesterday and, and Now so glaube ich hieß das Ganze und äh, das tatsächlich das war das wird bezeichnet als das Butcher Cover, also das Metzger-Cover äh, äh, sieht unglaublich seltsam aus und äh, die, die äh, es sind also praktisch so Art Baby- Leichenteile, es sind in Wirklichkeit Puppen, aber Baby-Leichenteile, so sieht es aus, haben die Beatles da in der Hand äh, ihre äh, Blut verschmiert und es wurde also dann relativ schnell zurückgerufen das Ganze und dann kam ein neues Cover raus, das, äh, wo man nur die Beatles sieht, Paul in einem, in einem Koffer, Koffer und die anderen drei stehen drumherum äh, aber das ist doch sehr, sehr, also wenn man das zum ersten Mal sieht, ist das sehr abstoßend irgendwo und passt eigentlich gar nicht zu den Beatles, wie man sie so äh, in Erinnerung hat. Jo, aber da gibt es ja auch eine, eine andere Story hinter diesem legendären Butcher-Cover, was ja wirklich ja. total verstörend ist. Und äh, die Geschichte ist, du hast es ja schon gesagt, es ist ein, ein Compilation-Album. Da muss man verstehen, damals, Mitte der 60er Jahre. War der Markt in den USA und der Markt in Großbritannien und Europa, das waren auch unterschiedliche Märkte. Es waren zum Teil auch unterschiedliche Plattenfirmen. Also, du hast halt in Amerika mit einer anderen Plattenfirma gearbeitet, die halt irgendwie theoretisch den Vertrieb für dich macht. Das hat dafür gesorgt, dass bei ganz vielen Bands äh, nicht unbedingt äh, dieselben Alben produziert wurden. Weißt du, die Beatles bringen in England ein Album raus. Und dieses Album ist nicht eins zu eins dann auch auf dem Rest der Welt in Australien oder, oder USA erschienen, sondern in Amerika hat man die Songs von den Beatles anders zusammengepackt und äh, diese Compilations gemacht und äh, vielleicht muss man überhaupt auch verstehen, in den 60ern ist das überhaupt erst entstanden, diese Idee, man macht eine Langspielplatte, man macht ein Album. Bis dahin war Musik, war Single-Musik, es geht um Songs, du haust Singles raus, äh, einzelne Songs, hier die kleinen Schallplatten ne? und äh, tatsächlich ist das erst mit dem Beatles auch überhaupt gekommen, äh, diese Idee, wir machen mal eine richtige Platte, wo dann jeder Song wichtig ist und wo man sich Gedanken macht über die Reihenfolge und so und ähm, bei den Beatles ging das eben los, vor allem mit dem äh, Revolver-Album. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo die Beatles auch dann sich verändert haben stilistisch. Das ist noch, noch vor 66, also noch vor der Paul-Unfallgeschichte. Da ging das schon los, dieser Bruch und, und dass die auf einmal jetzt halt auch so künstlerisch sagen, hey, wir machen ein Album und nicht einfach nur Singles. Und die amerikanischen Plattengesellschaft, äh, ich glaube Capital Records war das. Ähm, die haben halt ähm, das ganz anders gesehen, haben halt einfach so diese Platten verhunzt. Und dieses Album, das Butcher Cover, das Album heißt Yesterday and Today. Und äh, dort sind halt Songs drauf aus dem letzten Beatles-Album. Dort sind aber auch schon Songs drauf aus dem neuen Beatles-Album, dieses Revolver, was ich gerade erwähnt habe, was den Beatles wichtig war, wo die sagen: Hey, das ist unser Kunstwerk. Und äh, die waren halt einfach total sauer auf die Plattenfirma. Die Idee, die Idee war so: Ey, ihr zerbutschert einfach unsere Musik, ihr zerbutschert unsere Platten. Euch ist das scheißegal, nur vom Kommerz packt ihr es zusammen, wie ihr wollt. Und dann haben die Beatles sozusagen als, so wird erzählt. Ja. Letztens, hey, muss jeder seine eigene Meinung bilden, aber das ist halt so die Erzählung. Dann haben die Beatles aus als Trotz darauf ja, und, und das, um, um ihr Missgunst gegenüber diesem Capitol Records zu zeigen, haben die denen dieses Butcher-Cover untergejubelt. Und, und die haben es aus welchem Grund auch immer halt einfach äh, abgesegnet. Und rausgehauen und dann kam es, wie du gesagt hast, zu dieser großen Kontroverse, die Leute in Amerika regen sich aufhält. Was ist da? Was haben meine, meine Kinder, was haben die da für eine Schallplatte in der Hand? Das geht gar nicht, ja. Und dann haben sie es wieder, genau wie du sagst, zurückgezogen, haben ein neues Cover draus gemacht und äh, tatsächlich ist allein diese Aktion hat dafür gesorgt, dass das das einzige Beatles-Album ist, was äh, keine Gewinne eingebracht hat, wegen dem ganzen Schmarrn. Aber ihr eins noch zu dem, das Alternative Cover, was man dann genommen hat, das Butcher-Cover raus und das, was man eingenommen hat, das ist, wie du schon gesagt hast, Olli, das, ist, das sind die drei Beatles, drei stehen, Paul wiederum Sonderrolle. Paul sitzt vor so einem, in so einem offenen Koffer, also so ein fester Koffer, der mehr wie eine Kiste ist. Und jetzt, wenn du das Cover sozusagen drehst, dann sieht es aus, wie Paul liegt halt im Sarg. Problem ist, das ist aber noch bevor Paul das Unfall war. Also auch da, das ist halt wieder das Ding mit den Clues. Ich könnte aber theoretisch dort auch, das ist ein Clue nehmen und so. Also ähm, ja. Ja, vielleicht war es noch Dualmord oder so. <laughs> ähm, ich würde das mit, den, mit diesen Baby -zer -zer zerlegten Puppen, also ich finde diese, diese Erklärung, Frank, die du gebracht hast, plausibel und, und die würde ich auch so erstmal glauben. Wenn man nicht wüsste, das macht mich skeptisch, die Beatles stehen am Anfang einer langen Entwicklung in der Pop-Pop-Kultur. Und das war so eins dieser ersten vielleicht Albencovern, was so kontrovers war oder in so eine Richtung geht. Aber das sind die Jahrzehnte danach von unzähligen Bands, die letztlich vielleicht irgendwie auch so in diese Richtung gehen. Dann, nicht, nicht jetzt vom Musikstil, aber letztlich zum, zum großen Strom Pop-Kultur gehören. Da gibt es so viele. Okkulte, komische Platten, Plattencover. Äh, ich meine, ich, ich kenne auch so eins von Christina Aguilera. Das ist natürlich was völlig anderes als die Beatles und das ist 2000er oder, ähm, Musik. Aber da, da liegt dann auch so eine Babypuppe und das ist wie so ein Ritual arrangiert. Also da ist ja, da, da gibt er mir ja einiges irgendwie zu denken. Ja, also man weiß ja auch von so MTV Music Awards, also das ist so, so in Richtung so satanische Inszenierung. Ähm, warum auch immer, ohne jetzt das erklären zu wollen, aber da, das gibt es, diese Bildersprache. Und da ist dann die Frage, gehören die Beatles da als eine frühe Form oder ein Vorläufer schon zu? Oder tut man ihnen total Unrecht und die hatten damit noch nichts zu tun und haben einfach gesagt, hey, unsere Songs sind unsere Babys und die zerstückelt ihr, wenn ihr uns hier so ein, zwingt, so ein komisches Album zu veröffentlichen. Man weiß es nicht, aber ich finde es interessant, mal drüber nachzudenken und auch gewohnte Denkpfade zu verlassen bei diesem Thema. Vielleicht würde ich an der Stelle auch noch, noch einen Gedanken reinschmeißen. Der hat jetzt eigentlich nicht direkt was mit Paul is Dead zu tun, mit der Story und auch nicht mit dem Buch, aber wo wir halt schon über Beatles reden und äh, diese, diese, ja, diese Frage, gibt es dort okkulte Einflüsse? So, ihr, ihr kennt ähm, wahrscheinlich Charles Manson. Charles Manson und äh, seine Family. Äh, eine große Geschichte. Hey, ich kann das jetzt nur ganz kurz sagen. Der hatte in, in San Francisco in, in den 60ern, Summer of Love, 67, hatte der eine, eine Gruppe gegründet, überwiegend äh, junge Mädchen und Frauen, aber es waren ein paar Typen dabei. Und die haben so als eine Art Hippie-Kommune gelebt. Und er war halt der, der Boss, der Guru, der war auch ein bisschen älter schon, war schon 30. Und ähm, ja, das hat sich dann so, so apokalyptisch entwickelt, hey, die sind dann so schräg draufgekommen. Und ähm, Mitglieder dieser, dieser Gruppe, und das ist, da gibt es kein Zweifel, obwohl diese ganze manson geschichte viele Fragen hat, aber hey, die, die haben halt dann ähm, ähm, äh, Gewalttaten verübte ähm, Serienmorde, unter anderem eben äh, an, an äh, Sharon Tate, was die Frau war von äh, Roman Polanski und diese ganze Story so, ja. Wer, wer da genau das wissen will, recherchiert so. Aber hier die Connection zu den Beatles. Charles Manson und äh, seine Leute, äh, dir oder gerade Charles Manson, der hat ja gesagt, dass er bei den Beatles eben eine, also unterschwellige Botschaften wahrnimmt. Also er hat es damals in den 60ern schon behauptet. Er hätte von den Beatles äh, unterschwellige Botschaften wahrgenommen, die, die sozusagen ihn angetriggert haben, diese Richtung zu gehen, die sie dann gegangen sind. Also bis hin zu den, also den verbrechen und ich das finde ich einfach super interessant. Auch da du kannst es von beiden Richtungen sehen. Du kannst natürlich zum einen sagen, hey, okay, das ist halt, das sind halt die Beatles, das ist die größte Band in der Zeit und, und jede Art von Pop, die, das ganze Pop-Business, Show-Business läuft davon. Es ist eine Show und du bietest dementsprechend eine Projektionsfläche und jeder kann dort reinprojizieren, was er will. Man kann es so interpretieren. Man kann aber auch andererseits sagen, es ist nicht interessant. Das ist halt ausgerechnet die Beatles waren, dem man ja sowieso das irgendwie nachsagt und das sind eben halt diese komischen Clues in diese Paul-Geschichte. So ausgerechnet die Beatles sind, die die den Manson Beeinflussen. Es waren nicht die Stones und nicht die, die Kings und nicht die Birds und nicht der Dylan oder, oder wer auch sonst da noch alles am Start war. Da gab so, gerade dann Zeiten von Charles Manson, gab es schon viele große, große Musiker, nicht mehr nur die Beatles. Aber er, er sieht es bei den Beatles, insbesondere dann dieses White-Album, wo genau wiederum die Tracks drauf sind, die auch ähm, Oliver halt erwähnt hat: Revolution Number 9, wo wenn du das rückwärts hörst, dann hörst du was. Ist schon komisch. Und das Letzte eben noch, dass es auch komisch ist, dass äh, diese Verbindung gibt ähm, von 60er Jahren. MK Ultra Programm, wo es ging um, um Brainwashing und, und wie du Leute dir dort gefüg, gefügig machen kannst, wiederum rein in die Popkultur, in, die, in dieselben Drogen, in das LSD und so weiter. Also es also entsteht da einfach so eine große Mischung und äh, boah, wie man das jetzt genau gewichtet, so das ist dann ja, wahrscheinlich wieder eben sein. Es Rollen. gibt auch noch eine, noch eine Connection, die du jetzt nicht genannt hast, die aber du kannst du besser erklären als ich. Aber ich fasse es mal zusammen: Der der Mord an Sharon Tate fand in einem speziellen Gebäude. Stadt, also da irgendeine Villa in Laurel Canyon. Und die hatte, bevor Roman Polanski das gekauft hat, ein, zwei Jahre vorher, andere Inhaber. Und da waren dann in diesem Haus, als es noch eine andere Inhaberin hatte, ich glaube eine Frau war es, die Beatles zu Gast. Und später hat einer von denen, glaube ich, im Interview gesagt, dort hat er das erste Mal LSD genommen. Das ist die eine Connection und die andere Connection, ist John Lennon wird vor dem Dakota Building in New York. Erschossen und das Dakota Building, da spielt halt Polanskis äh, Film *Rosemary's Baby*. Also <laughs> es gibt merkwürdige Zufälle in Bezug auf die Beatles ne? und auch eben Polanski, ähm, ähm, Charles Manson und und MK-Ultra und eben halt auch Satanismus. Das ist so, so ein so, so mehrere Team, die aber sich immer wieder so kreuzen und scheinbar miteinander zu tun haben oder Leute wie wir sind einfach nur haben zu viel Langeweile oder Paranoia und deuten da immer zu viel rein aber <laughs> es ist schon ähm, interessant und wirft ein anderes Blick auf diese Zeit und auf, auf Pop und Popgeschichte als man so denken würde ne? Wo, wobei wir bei diesem Gebäude äh, in New York wieder bei Yoko Ono auch wären und Yoko Ono äh, hat äh, angeblich an dem Tag an der an dem der Unfall passiert ist von, von Paul der angebliche Unfall passiert ist äh, den äh, John Lennon kennengelernt in London bei einer Ausstellung. So, alles sehr seltsam. Außerdem äh, die äh, spätere Ehefrau des späteren Paul, wenn er ausgewechselt wurde, ähm, die Linda äh, war äh, praktisch mit ihr, äh, glaube ich, in dieselbe Kunstakademie gegangen. Also es gibt sehr solche Verbindungen, das ist unfassbar. Das ist eine Welt. Was, gibt gibt's da noch, Olli? Gibt's noch was? Haben wir irgendwas aus dem Buch noch unerwähnt gelassen von, von diesen Hinweisen oder Indizien? Es gibt zwei Dinge, was die Indizien betrifft, die ich unbedingt noch, ja, kurz ansprechen möchte. Zum einen, wir haben ja vorhin über diese Forensiker schon gesprochen, aber es gibt auch eine ganz skurrile Geschichte, wenn die Quellen, die wir da haben, stimmen, aber es, scheinbar stimmen sie, und zwar 1980 ähm, wurde der Paul McCartney in, äh, in Japan kurzzeitig verhaftet, weil man bei ihm, der war auf Tour in Japan, weil man bei ihm äh, Marihuana gefunden hat und da wurden die Fingerabdrücke von ihm genommen und verglichen mit Fingerabdrücken, die in, äh, in Anfang der 60er Jahre in Hamburg genommen wurden von ihm. Weil er, glaube ich, er und Pete Best oder irgendein anderer Musiker der Beatles, auf alle Fälle haben die irgendwie ein Kondom angezündet und dann gab es eine riesen Aufruhr und dann kam die Polizei und hat äh, von denen äh, die Fingerabdrücke genommen. So, und dann haben die Japaner diese Fingerabdrücke verglichen und die stimmten nicht überein. Das ist natürlich schon ein Argument, wenn man, wenn, wenn man sagen muss, also die Fingerabdrücke von 1961, 62 sind nicht mehr dieselben Fingerabdrücke wie 1980. Wenn das stimmt, das ist jetzt die Frage: Kommen die japanischen Behörden an alte Kriminalakten aus Hamburg ran oder so? Aber keine Ahnung, aber wenn es so wäre, das wäre natürlich auch ein ausschlaggebendes Argument. Buch, die Quellen sind natürlich im Buch drin, weil es ist natürlich äh, ganz wichtig, dass man alles nachprüfen kann und dass man schauen kann, von wem kommt das, wer hat diese Information gegeben. Aber was noch für mich sehr sehr wichtig ist, vor, ich glaub, ungefähr vor zehn Jahren, gab es ja eine ganz schmutzige Scheidung. Paul McCartney hat ja damals diese Heather Mills geheiratet gehabt, dieses äh, Model äh, aus, aus England. Ähm, die hat ja einen schweren Unfall gehabt, glaube im im, im Ski, Skiunfall und hatte ein Bein verloren. Und äh, es gab eine ganz ganz schmutzige äh, Scheidung äh, in, in den Medien breit getreten Es ging um sehr für sehr viel Geld und ähm, Sie hat sich dann mal geäußert, letztendlich, warum äh, sie sich überhaupt getrennt hat von ihm. Und das ähm, haben wir auch im Buch äh, auf Deutsch übersetzt. Und das möchte ich ganz kurz ähm, zitieren, weil es da wichtig ist, dass man es wirklich genau zitiert. Und zwar hat sie Folgendes gesagt: Etwas ganz Schreckliches geschah. Ich fand heraus, dass jemand, den ich lange liebte, mich betrogen hatte. Und ich meine nicht Untreue oder etwas Ähnliches. Jenseits jeder Vorstellung. Die Leute wollen die Wahrheit nicht wissen, denn sie könnten damit gar nicht umgehen. Sie würde sie umwerfen. Ich habe eine Schachtel mit Beweisen, die eine bestimmte Person erhält, sollte mir etwas passieren. Eine bestimmte Gruppe hat Angst, dass die Wahrheit herauskommt. Könnte man im Sinne unserer heutigen Story deuten, ne? Was, was ist denn, Olli, was ist, der, was ist der zweite Punkt, den du noch anführen wolltest? Nee, das war, war jetzt schon der zweite. Ja, ja, Aber ich klar, hätte, noch, ja, ja, ich hätte noch eine Frage an dich, Olli. Also, wahrscheinlich, weil es viele Zuschauer würden, sie auch die Frage stellen: Könnte man das nicht irgendwie ganz einfach genetisch klären? Also, so durch, durch Gentechnologie oder so? Oder hat man irgendwas, würde man noch haben von dem Paul McCartney vor 1966? Ich meine, könnte man das nicht einfach dann ein für alle Mal klar machen? Es gab ja auch Vortragsklauben es gab, gab ja vaterschaftsklagen das heißt es gibt uneheliche kinder und äh, es gab eine geschichte in deutschland sogar äh, wo dann äh, die äh, tochter unbedingt wollte weil er sich praktisch als, als, nicht als vater äh, äh, weil er es nicht eingestanden hat die hat dann unbedingt wollen dass er eine, einen test macht und der wurde auch gemacht und es stimmte nicht überein ähm, und dann hat ihm die mutter gesagt das ist definitiv falsch. Es war Paul McCartney und äh, es ist ein Doppelgänger zu diesem Gentest gegangen. So, Es ist natürlich klar, wenn der äh, alte Paul das Kind gezeugt hat und der neue Paul äh, mehr oder weniger einen, einen Test macht, dann kann das nicht übereinstimmen. Ähnlich wie bei den Fingerabdrücken, wenn es stimmt. Ja? Also es gibt da einige, ich glaube drei oder vier äh, uneheliche Kinder oder wahrscheinlich uneheliche Kinder, die da entsprechende Rolle spielen. Es ist und bleibt spannend. Was, was ich aber unbedingt, das ist jetzt für mich sehr sehr wichtig, weil äh, das, das ist eine meines Erachtens eine unglaubliche Sache, ähm, was ich unbedingt ansprechen möchte, das ist eben dieser YouTube-Kanal. Wir haben ja zum Anfang des Gesprächs schon mal ganz kurz das erwähnt. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt I am a Phony, also ich bin eine Fälschung. I am a Phony. Und das sind, glaube ich, mittlerweile um die hundert. Kleine Videos hochgeladen, kleine und auch zum Teil ein bisschen längere Videos hochgeladen. Ähm, und nicht nur unser Auto, sondern auch andere Leute gehen davon aus, dass das irgendjemand sein muss, der das hochlädt, der ganz, ganz eng an den Beatles dran war. Oder was auch nicht vielleicht auszuschließen ist, dass es der jetzige Paul McCartney selbst ist, der eventuell was äh, nach draußen bringen möchte oder sich vielleicht outen möchte. Es sind unglaublich viele Hinweise drin, sehr viele m, Dokumente, äh, äh, Dinge, die, die eigentlich sonst keiner haben kann. Es muss jemand sein, der wirklich ganz nah an Paul McCartney und an die Beatles dran war. Und. Äh, es ist bei diesen Videos, das hat dann unser Auto herausgefunden, es gibt einen Code, die Videos sind beschriftet und es gibt einen geheimen Code, den er zumindest zum Teil äh, lösen hat können, zum anderen eben nicht. Er hofft da um Mithilfe von den Lesern äh, und, und Leuten, die sich das Ganze mal anschauen, äh, weil es geht ja auch um dieses Rückwärtssprechen, äh, äh, diese, diese Rückwärtsgeschichte, Reverse Speech. Und äh, er hat sich dann das angeschaut und hat dann auch die ganzen äh, Videos von hinten eben gelesen und hat dann eben diesen Code gefunden, der da lautet, auf Deutsch übersetzt, beziehungsweise auf Englisch. Original ist Nummer 2, also Number 2 Paul 9-11 dann 2012 5 o'clock, in danger, nurse killed. Also Nummer 2 Paul 9.11 2012 oder 20.12 5 Uhr Five o'clock in Gefahr, äh, nurse killed, also nurse, also die Sch äh, Schwester wurde entweder getötet oder tötete, kann man nicht so genau sagen. Es wäre halt sehr, sehr wichtig, den anderen Teil äh, auch zu entziffern, um zu sehen, weil welche Botschaft uns da überbracht wird. Weil es muss von Leuten kommen, die absolut an den Beatles dran waren und die absolut Zugang hatten zu bestimmten Informationen. Da, ich weiß nicht, ob von, euch beiden, ob von euch beiden schon jemand da reingeschaut hat in diese, in diese Videos. Äh, ich habe tatsächlich da mal reingeschaut, weil du es ja im Buch äh, erwähnst mhm. und ich das ja gelesen habe. Und als ich es gelesen habe, habe hab ich keinen Internetzugang gehabt, da zu Hause ich dann das Wechseln angeguckt. Ja, ey, es ist auf jeden Fall kurios. Es ist auf jeden Fall interessant für Leute, die jetzt in dieser Story drin sind. Da geht es dann wirklich unglaublich tief rein. Aber ey wer ja, das ist, das besser weißt du, aus meiner Sicht könnte auch da, ich weiß es nicht, aber es könnte auch da sein, dass sich sowas dann auch irgendwann verselbstständigt, weißt du, so und dann Fans sind dann so intensiv und man kreiert halt dann das. Es ist, ist dann, ey, das ist eine Story, die seit 1969 gibt es die. Das ist über mehrere Generationen. Und ich will es gar nicht Verschwörungstheoretiker nennen, sondern es ist, ey, das ist einfach, das ist Popkultur. Und das Ding lebt er dann selbst und man kann das immer größer machen. Und überhaupt nehme ich auch die ganze Popkultur, also nehme ich so wahr wie wie dieses geniale Sgt. Pepper Album. Es ist dieses bunte, es ist es ist schrill, es ist wie ein Wimmelbild. Das ist Popkultur ist ja das ist die Idee davon eine Projektionsfläche auch zu bieten und hey weißt du ich meine viele viele die so so einen strengen christlichen Hintergrund haben gerade in Amerika gibt es ja viele die aus der dem Hintergrund kommen hey ich meine wenn du wenn du Satanismus suchen willst dann findest du das in überall. Du könntest aber auch nach was anderem suchen und würdest was anders finden. So, es ist einfach eine äh, ne große Projektionsfläche. Und ähm, ähm, irgendwo, weil es eben so eine spannende Story ist und weil es die Beatles sind und weil es so eine große Story ist, gibt es halt auch viele Leute, die beschäftigen sich dann da, da ewig lang damit und kreieren dann vielleicht auch irgendwann der Mythos, weißt du, der wechseln von alleine. Dennoch mein abschließendes Urteil, ich habe keins, also ich weiß es nicht. Ja. Ich, es sind einige sehr, sehr interessante Clues. Das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, für den, die Leute, die sich für das Thema interessieren. Hier sind wirklich, ey, du findest auf, auf Deutsch nichts, wo das so intensiv ist. Es sind auch ganz viele Bilder drin, Grafiken, Anhänge, aus denen du auch zitiert hast. Also, es ist auf jeden Fall, ich habe es genossen, ich habe es gern gelesen. Und äh, am Ende steht zu Recht die Frage, ein Fragezeichen halt, aber hey. Wir müssen auch nicht alles immer so letztdefinitiv beantworten, sondern das Thema ist interessant. Ich würde auch, würd auch jetzt, wo wir, die, wo wir unsere, unsere Runde, schließen, unsere Runde noch schließen, noch schnell neben, schnell neben natürlich neben dem Buch Paul is Dead noch, noch zwei weitere Buchtipps weitere geben. Buchtipps also, das geben hier. also das hier. Um, ähm, weird, scenes weird Scenes Inside the Canyon, inside das, the is canyon. Ist das ist die Laurel canyon ganze Laurel canyon Canyon-Geschichte. Geschichte. Ähm, ähm, Frank hat dazu Frank schon hat super Sendung gemacht, Sendung. schaut auf seine Das ist ah, richtig gut. Ist halt auf Englisch, ja. ähm, Dieses Buch Dicker Wälzer kann ich auch empfehlen. Spiritual Meaning of the 60s, The Magic, Myth, and Music of the Decades that's changed the world. Und ähm, sind auch hier auf dem Cover Die Beatles drauf, neben Zauberpilzen. Links zu den Büchern findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und. Ja, in dem Sinne, liebe Freunde, ich hoffe, mit diesem verrückten Thema etwas konnten wir heute eine unterhaltsame Sendung kreieren. Ich selber schließe mich auf Frank an. Ich, ich bleibe, was die Beatles angeht, Agnostiker. Ähm, ich weiß nicht, wie ich mich da positionieren möchte. Auf jeden Fall, es gibt definitiv Merkwürdigkeiten in Bezug auf Paul McCartney und die Beatles. Und ähm, ja, die Zukunft wird, wird vielleicht ja noch enthüllen, was dann wirklich dahinter steckte. Oliver, vielen Dank, dass auch du dir Zeit genommen hast. Ja, ich bedanke mich für die Einladung bei euch. Und äh, in dem Sinne würde ich dann jetzt auch sagen: Liebe Freunde, mein nächstes, Projekt wird, sein, mein nächstes Projekt wird sein, rauszufinden, wer ist Joseph Holder. Weißt du? Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwelche Clues finde. Der, <laughs> der will be an Internet answer. Ist, der, der will okay. Ciao und bis bald. Okay.